Ja? 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 Ja! Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute ist Ron mein Gast. Bevor das Ganze aber losgeht, kleine Werbung in eigener Sache. Ola Kala, hier ist einer der Pullis. Ist Knit, den wir rausbringen mit zertifizierter Wolle, alles drum und dran. Wir haben also die Schafe. Nee, scheiß auf. Freunde, diese Episode ist gesponsert von XTB Investment Days 2021. XTB ist eines der größten europäischen Brokerhäuser. Und ihr habt am Freitag, den 19.11. ein Event. Dort werden 11 Vorträge gehalten. Ihr habt über 17 Experten des Börsenhandels, Blogger und Trader, die über verschiedenste Dinge dort sprechen und Vorträge halten. Ihr könnt euch jetzt Tickets sichern. Im Endeffekt ist das Ganze ein Event so zur finanziellen Bildung, was super spannend ist. Ich habe sogar auch die Ehre, dort einen kleinen Vortrag zu halten, eine halbe Stunde lang. Deswegen, falls ihr euch das angucken wollt, lasst euch nicht entgehen. Vielen Dank an XTB, dass ihr das Ganze sponsern. Und wenn ihr am 19.11. nicht könnt, könnt ihr euch jetzt trotzdem Tickets sichern und euch das Ganze bequem später angucken. Und über den Link in der Infobox könnt ihr euch kostenlos anmelden. Das heißt, meldet euch an, Freunde, und dann könnt ihr das Ganze wann immer auch angucken, wenn ihr keine Zeit habt am 19.11. Verpasst es nicht, es ist Gratisbildung von echt Top-Leuten. Viel Spaß mit dem Podcast. Kommt die auch in der neuen Kollektion? Ja, die kommt auch in der neuen Kollektion. Guckt euch mal bitte einmal ganz kurz an, wie reich ich aussehe. Also und, ich bin und reich, es ist aber... es ist kein echtes Leder, es ist Kunstleder. Du siehst trotzdem reich aus. Es sieht halt wirklich sehr geil aus. Weil du bist ja so ein pelztragender Kerl, der gerne reich aussieht. Genau. Ich sehe nur gerne reich aus. Also ja. Ich bin gar nicht reich. Ja, stimmt. Ich fühle es auch, wenn ich irgendwie im Club bin und kein Geld ausgeben muss, weil halt jeder mir so mit Tornados entgegenkommt. Ich habe gehört, dass gestern, wir waren vorhin beim Essen und so, ja. Und dann haben die mir gesagt, dass halt, dass, ich weiß nicht, also er hat gemeint, ihr wart Schräglage oder so, also in irgendeinem Club wart ihr und dass halt irgendein Abonnent gekommen ist und alles gezahlt hat. Ich erinnere mich nicht mehr so gut daran. Halt's mal. Aber es kann gut sein. Ja? Ja. Passiert es öfter, dass dann so Abonnenten einfach kommen und dein Stuff zahlen und dann halt auf Abonnentennacken du Rich Life machst? Es passiert schon, ja, es passiert schon, aber ich sag dir, ich bin so ein Typ und ich glaube, das werden auch viele Leute fühlen, die auch so, keine Ahnung, gerne mal feiern gehen und gerne auch mal mit ein bisschen mehr Geld rausgehen. Also, ob ich 50 Euro oder 3000 Euro im Portemonnaie habe, am nächsten Tag ist es weg. Null. Also, egal wie viel drin ist, es ist weg. Und es ist auch sehr wichtig, es ist für mich eine Lebenseinstellung. Also wenn ich morgens aufwache und reingucke und da ist noch Geld drin, fühle ich mich scheiße. Ja? Dann kriege ich Kater. Aber wenn ich sehe, da ist 0 Euro drin, dann bin ich motiviert. Dann weiß ich, ich muss heute nochmal Geld abheben und genau das Gleiche nochmal machen. Frag nicht, woher das Geld kommt. Aber wir haben ja, bevor du hergekommen bist, haben wir telefoniert und... Ich habe dich gefragt, ob du Bock hast auf einen Podcast in Ernst, so, weil letztes Mal die Leute ein wenig, also mich inklusive, Digga, wir waren hier, das war witzig, wir waren halt alle ein bisschen dicht und dann haben wir diesen Scam-Podcast gedreht und du hast gesagt, du stellst dich der ganzen Sache ein bisschen ernst. Ja. Und ich bin Privatier. Stell dir vor, das wäre jetzt so abgekartetes Spiel und du ziehst jetzt wieder Ding durch. Nein, aber was viele Leute, glaube ich, gar nicht wissen, ist, wir kennen uns das wie lange? 4 Jahre? Wir kennen uns 4. Ich ziehe, glaube ich, die Jacke aus, weil ich habe ein bisschen. Nee, mir ist nicht warm, aber ich habe irgendwie die Sorge, weil ich bin ja auch ein bisschen technikaffin. Das wissen halt die wenigsten. Ich kenne halt mich auch sehr gut mit Kameras aus. Nee, aber damit es halt hier keine Störgeräusche macht. Okay, Baba. Ja. Wir kennen uns 4 Jahre. Wir haben uns kennengelernt. Weißt du, wie wir uns kennengelernt haben? Wir haben uns kennengelernt. Dass wir uns kennengelernt haben, war es halt so. Wir haben uns kennengelernt, wie. Ich sag's dir. Du hast auf ein Video von mir reagiert, ja, wo ich trainiert habe. Wo du letzte Morgen gut trainiert hast. Ja, da hast du drauf reagiert, weil irgendwie voll viele Leute, glaube ich, das bei dir kommentiert haben unter einem Reaktionsvideo. Und dann habe ich irgendwie zurück drauf reagiert, damals noch aus meinem Kinderzimmer. Und so hat die Sache seinen Lauf genommen. Und dann haben wir uns auf der FIBO gesehen. Wir haben uns auf der FIBO, glaube ich, kennengelernt, ne? Und dann war es sehr witzig eigentlich. Ja, ja. Da war ich, da war dieses Lendenwirbelsäulen-Ding da entstanden, da haben wir gechillt und so. Ja, Da war ich dann pennen, ich war so tot, 6 Uhr morgens ruft mich Ron an, ey Bruder, ich hab eine Wodkaflasche, ich bin übel dicht auf FIBO, komm, lass. Ich war so, Digga, ich bin gerade aufgestanden, what the fuck. Und du warst krank oder so, ne? Ja, ja, ich hatte da diese Rückenprobleme und so, ich war so, Digga, ist so gar nicht meine Welt. Und seitdem ist eine tolle Freundschaft entstanden. Seitdem, also wir haben uns zwar nicht oft gesehen, aber Ron hat echt, du hast echt oft probiert, mich so um... Ich weiß immer so, ich bin aufgestanden, ich hatte so immer am Wochenende so um 5 Uhr morgens und 6 Uhr morgens so verpasste FaceTime-Calls, genau. Weil mir dann, und dann frage ich so Ron so, hey, wieso rufst du mich FaceTime an um 6 Uhr morgens? So, nee, ich war in so einer Garage mit so einer Tuss, ich habe die angepisst, ich wollte es dir zeigen. Ich war so, witzig. Und dann, ich glaube so off-cam,
Das ist so eine Sache, glaube ich, die vielen Leuten nicht so ganz in den Kopf geht. Also wenn ich jetzt ein bisschen trinke und ich jetzt nicht diesen Job hätte, ich bin schon ein bisschen Satan so, was sowas angeht. Also ich bin voll... Ja, ich weiß, was du ungefähr meinst. Weil das ist auch immer voll lustig, wenn so Leute fragen, so, also zum Beispiel, wenn irgendwie so Fans, so Freunde von mir irgendwo sehen, die ich auch manchmal in meine Storys markiere und die wissen dann so ungefähr, okay, ey, der hat viel mit Ron zu tun, dann fragen diese Leute so, ey, ist Ron halt so wie in den Videos? Ja, ja. Und meine Freunde, die wissen halt, wie ich bin. Du weißt es auch so mittlerweile eigentlich ziemlich gut. Und die sagen halt, eigentlich schlimmer. Und es kauft mir halt keiner ab. Also mir wird das halt oft nicht abgekauft. Aber ich will jetzt nicht sagen irgendwie so, es ist krass, dass es so ist. Aber es ist es halt einfach, weißt du? Ja. Das Lustige ist jetzt an dieser ganzen Podcast-Situation gerade ist, Leute sagen, die wollen Ron in real sehen. Und ich sag's dir ehrlich, also jetzt mal neben dem ganzen Ding, dass wir uns erkennen, ich muss sagen, immer jetzt so Gespräche, die ich mit dir hatte oder so, ich habe die sehr gefühlt, weil ich weiß, dass du eigentlich, du bist ein sehr, also du kommst nicht so im Internet drüber, du bist ein sehr, sehr, sehr korrekter Typ. Also du bist wirklich ein guter Junge, no shit. Und du machst zwar viel Scheiße, mir ist es sympathisch und so dieses sich kaputt machen ist eine andere Diskussion, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir unterwegs bin oder so, das ist der Junge ist schlimmer, also du bist wirklich schlimmer und nicht böse gemeint. Also das ist noch mehr, als man im Internet sieht. Also das sind Sachen, die kannst du nicht im Internet zeigen. Also die Storys, die ich heute Morgen gehört habe am Tisch allein schon, dass so viel ist nicht im Internet, von dem wir keine Ahnung. Ich meine, wir können ja jetzt mal so ein paar Storys vielleicht über die reden, dann ist nicht gezeigt, wenn du das willst, wenn ich dann nicht. Aber auch so mit Ron kann man auch, ich glaube, ich weiß nicht, wenn man zugehört hat, kann man normal mit dir reden. Weißt du, was ich halt cool finde, dass genau hier gerade so genau der perfekte Ort ist, um über so eine Story mal reden zu können. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Aber jetzt mal... Weil ich mache das halt, guck mal, auf Instagram poste ich viel. Aber ich poste auch nur. Ich erkläre nichts. Ich hatte zum Beispiel damals mal so ein Format, das hieß so Rons Wochenende. Und da habe ich so ein bisschen immer so die Stories aus dem Club so ein bisschen ins Video eingefügt und ich habe ein bisschen drüber erzählt. Mhm. Und dann hatten die Leute schon so, die haben es sehr gefühlt und die sind auch traurig, dass ich das nicht mehr mache. Aber es ist halt so, mich haben dann Leute drauf angesprochen. Ich war halt auch immer mit Leuten, Mark Eggers war zum Beispiel auch immer dabei. Ich hab gehört, dass der auch ja, genau, wo wir auch mal so über so eine Köln-Story geredet haben, auch auf Fibo-Zeit. Und die Leute haben das auch sehr enjoyed und sowas und haben dann schon so ein Gefühl dafür bekommen, weil ich es nicht alleine erzählt habe, sondern weil Leute dabei waren. Ja, und dann ja. Hat es ja natürlich nochmal eine ganz andere Ausstrahlung, wenn jemand dabei ist, weil dann vertrauen die Leute dir halt und wissen halt, okay, die werden sich jetzt nicht hingesetzt haben und haben gescriptet, wie Spendi zum Beispiel. Ja? Also ich bin immer noch schockiert, dass Spendi halt jedes seiner Videos komplett durchscriptet, aber... Der kommt mit 20 Seiten genau. Skript vor jedem trotzdem Vlog. Trotzdem Grüße an Spendi. Ja, du machst trotzdem gute Vlogs, Bro. Ja, die Vlogs sind nicht schlecht, aber gescriptet. Nee, aber weißt du, wie ich meine? Und das ist halt immer so das Lustige, deswegen fühle ich das gerade sehr, mit dir hier ein Bier zu trinken und mal über so eine Story so zu reden. Weil ich bin jetzt wie viele Tage da? 2 Nächte und es ist schon super viel passiert. Ist echt übel viel passiert. Ich ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Digga. Das ist... Guck mal, lass mal Donnerstag anfangen. Wann war Donnerstag? Ey, der Junge hat so einen kaputt... Die hat Alkohol richtig den Kopf gefickt mit Gedächtnis, Junge. Darüber sprechen wir später, aber erstmal das... Donnerstag bin ich ja, nee, Mittwoch bin ich angekommen. Du bist Mittwoch angekommen. Wir waren Donnerstag auf der Verkostung. Genau. Oder? Ja, Donnerstag, wir waren auf der Verkostung. Doch, Donnerstag. Donnerstag auf Bierverkostung, weil Nico und Ron so, die sind ihr seid so auf der Suche nach dem perfekt schmeckenden Bier. Richtig. Und wir waren dort und dann so eine übel nette Frau erklärt so alles Bier und so. Ron erstmal wirklich, bevor die Frau überhaupt erklärt, warum dieses Bier 9 Euro kostet, der zündet das Ding einfach weg. Also der macht einfach einen Tornado mit jedem Bier. Und da ist nicht mal jeder Tornado auf Kamera. Ich verstehe nicht, wie viel Alkohol in dich reinpasst. Ich habe 3 Gläser getrunken, ich war Rille. Mhm. Und dann schickt mir, ist es okay, wenn ich finde diese Story halt mit diesem, was sein Vater, ich weiß nicht, ob das... Kannst du mal, kannst du erzählen, ja. Ey, da ist, Ron kommt, so, ich bin dann auch empfänglicher für sowas, wenn ich so leicht besoffen bin, und Ron kommt so, ey Tim, so, guck mal hier, das habe ich meinem Vater geschickt. Und dann zeigt er mir so, pass, ich so gefragt, was im Mykonos ging und so. Und dann geht Ron so in den WhatsApp-Verlauf mit seinem Vater. Und dann ist er so, ist da so ein Video, geht so 10 Sekunden, Ron liegt... Also je nachdem, wie es halt im Detail so hier auf YouTube erzählt werden darf, kannst du halt wirklich alles erzählen. Mir ist egal.
Mich juckt's nicht. Mich juckt's auch nicht. Also du kannst komplett erzählen. Ich kann auch von vielleicht, mir vielleicht so erzählen. Du auch von den Mädels die Namen nicht, aber so kannst halt. Nein, ich erzähle die. Nein, ich meine, das ist ja wirklich gottlos. Ja. Dass das jetzt war und. Ey, wir sind solche Primitivlinge. Aber egal. Das ist, by the way, eine Sache, die ich sehr, sehr krass von dir gelernt habe, ist so ein bisschen das Leben zu genießen. So dumm das auch klingt, das ist sehr, sehr wichtig. Aber wir waren dort und dann zeigt mir Ron dieses Video und das ist wirklich WhatsApp-Chat mit seinem Vater. Und er hat seinem Vater so ein Video geschickt wie, wer ist gerade reingekommen? Ja, da ist sein Vater, der hat ein Video geschickt, wie da einfach zwei Frauen gerade deinen Schwanz lutschen. Aber man sieht halt alles. Man sieht die Frauen, man sieht den Schwanz, man sieht alles. Und das ist halt nicht das einzige Video. Ich hätte dir gerne mehr gezeigt, aber ich habe ja, wie gesagt, mein Handy auf Mykonos verloren. Da sind die WhatsApp-Chat-Verläufe leider ein bisschen verloren gegangen. Ey, Junge, aber jetzt erklär mir mal, wie zum Fick schickst du deinem Vater sowas? Bro, wenn ich das... Mein Dad ist halt super cool so. Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis mit ihm. Und der hat mir auch ein bisschen Sachen im Leben erklärt. Der sagt zum Beispiel, dass Auslandstore halt doppelt zählen. Und der ist da auch super hinterher, ruft mich gelegentlich an, wenn ich halt irgendwo am Reisen bin und fragt mich halt jeden Tag so, ey, wie sieht's aus? Hast du ein Auslandstore geschossen? Und das motiviert mich da auch, weißt du, Spaß im Leben zu finden. Und dann immer Beweisvideo? Nicht immer, nee, so gelegentlich. Wenn ich lustig drauf bin, wenn ich auch ein bisschen einen reingekommen habe. Und keine Ahnung, wie viele solche Videos da sind. Und das ist alles nicht online. Das ist halt einfach. Und das Lustige ist ja jetzt so: Jetzt kann man sagen, ja, das ist jetzt so fake oder mal, keine Ahnung. Aber du bist ja schon seit Jahren so drauf. Ja, und ich bin seit Jahren so drauf. Ob es jetzt richtig ist oder nicht, ist eine andere Diskussion. Das ist immer eine andere Sache. Also, jeder soll ja immer das machen, was er für richtig hält. Und ich finde, um ehrlich zu sein, so in meinem Alter, wo ich halt so erwachsen geworden bin, so, und das fängt ja meistens so mit 18 an. Deswegen sind ja Sachen, die. Meistens wie Alkohol oder Zigaretten sind ja ab 18, weil man so ab 18 ja normalerweise halt so anfängt, sich so wirklich bewusst zu leben, bewusst zu werden, dass das Leben jetzt losgeht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe so hin und wieder mal so einen Fehler gemacht, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich habe nie wirklich irgendjemandem so krass geschadet oder so, auch keinen Freunden, auch nicht meiner Familie. Ich muss ehrlich sagen, ich habe bisher nicht so große Fehler gemacht, weil ich mir bei allem, was ich halt mache, sehr bewusst bin. Zum Beispiel, wenn ich mir sehr, sehr bewusst bin, dass ich mir heute richtig einen reintrinken werde, ja, dann kann es mal passieren, dass ich irgendwann, wenn Fans zu mir kommen, weißt du, so meine Hose inklusive Unterhose halt runterziehe und die so ein Foto machen mit nice Schwanz, Bro. Und Sascha ist dann übertrieben abfuckt, weißt du, und darauf gar nicht klarkommt. Es kann halt mal passieren, aber ich mache das halt mit einem Bewusstsein. Weißt du, was ich meine? Ich mache das nicht und sag am nächsten Tag, boah, scheiße, ich habe voll den Fehler gemacht. Sondern ich hab's einfach gemacht. Es wird weitergesoffen, bis ich es vergesse. Nicht unbedingt. Also ich habe vielleicht ein sehr ungeregeltes Zeitgedächtnis, aber so die Sachen, die ich gemacht habe... Ich sag ja, um das nicht so zu machen. Da erinnere ich mich schon sehr dran. Ich mach's auch manchmal nüchtern. Also ich kenne auch die Storys, Digga. Wenn mich die Jungs dann anrufen oder so und ich hab's dir vorhin gesagt und mir dann erzählen so, ey, Digga, du glaubst nicht, was Ron gemacht hat. Und ich sitze so da und ich lache mich so kaputt. So, was hat er gemacht? Und die dann mit mir so Diskussionen führen wollen, so also nach dem Motto so, ey, das ist kacke, wir müssen den Jungen wieder auf den rechten Weg bringen, lass ihn wieder so normal werden. Und du bist lass so richtig so... Aber ich bin so... Was denn, seine Hose runtergezogen? Was, der hat den Kellner angekotzt? Solche Geschichten. Ich finde, ja, ich verstehe auch, dass man da so reagiert wie die, wenn man da dabei ist, wahrscheinlich. Ich stelle mir das halt alles lustiger vor. Aber zudem, ich glaube, was sich sehr viele Leute fragen, Bro, ist, ob du dich so kaputt machst. Das ist das, was ich dir, gestern zum Beispiel gesprochen habe. Es ist schwierig zu sagen, weißt du. Weil ich finde das witzig. Ich habe ja ein bisschen das Glück, ich habe so eine polnische Genetik, glaube ich, weißt du. Und ich kann halt, glaube ich, mehr trinken als so manch anderer. Mhm. Ohne jetzt so am nächsten Tag so komplett tot aufzustehen. Also guck mal, Pepe zum Beispiel kam bei mir heute ins Zimmer und hat mich geweckt. Und ich habe lange geschlafen. Ich war zwar um 8 Uhr zu Hause, also im Hotel, habe aber bis 17 Uhr gepennt, mit Kontaktlinsen eingeschlafen. Mir ging es halt... Hast du auch Kontaktlinsen? Ja, ja. Also ich habe jetzt nicht so geil geschlafen und mir ging es halt morgens nicht so gut. Und da habe ich halt jemanden wie ihn, der mir halt einen Kaffee mit Kuchen bringt, weißt du. Und dann stehe ich irgendwie auf, gehe duschen, bin halt so morgens ein bisschen so... Bisschen im Arsch, so kennt jeder, glaube ich, nach Alkohol. Weil es gibt halt wirklich die Leute, die sind so 3 Tage
komplett im Koma. Und bei mir ist es so, ich weiß, ich muss funktionieren. Verstehst du? Ich weiß, ich muss irgendwie arbeiten, damit ich das halt auch weitermachen kann. Deswegen stehe ich auf, gebe mir so einen kleinen Arschtritt, auch mir selber, dass ich halt funktionieren muss. Deswegen sitze ich auch gerade hier. Ich glaube, jeder andere, der gestern so einen Abend hatte wie ich, wäre hier nicht aufgekreuzt. Junge, du hast gestern allein im Restaurant, wo ich dabei war, hast du so viel gesoffen, dass ich mir schon dachte, Digga, ich wäre tot am nächsten Tag. Also. Ja, und das war halt erst der Anfang. Digga, wir sind nicht mal fertig mit dem Essen, der hat schon drei oder vier Tornados gezündet. Ja. Und ich mache das halt auch so, seit ich habe ja wirklich von 12 bis 18 sehr regelmäßig trainiert. Ich hatte nur den Fokus auf Sport. Sport war meine größte Liebe, also Kraftsport. Ich habe an nichts anderes gedacht. Ich habe mein Abi abgebrochen. Echt, hast du dein Abi abgebrochen? Wegen Sport und YouTube und so. Weil ich wusste, ey, ich bin so hinterher da. Also ich war so diszipliniert, so wie ich jetzt reintrinken bin. Ungefähr nee, so du hast krass trainiert, Digga, Bro, du warst schon heftig. War ich halt im Training, sogar. Weißt du? Und da habe ich noch nie irgendwie Alkohol konsumiert. Ich habe mein erstes Bier mit meinem Dad am 18. Geburtstag getrunken. Mein erstes, klar. Wie war das? Wie war dein erstes Bier? Boah, das war so, es hat mir nicht geschmeckt. Also ich wusste schon, wie Bier schmeckt irgendwie. Ich hatte so ein Gefühl. Aber ich habe es dann so getrunken und ich glaube, alkoholfrei habe ich auch mal getrunken, so mit 16 oder 17, weil irgendjemand nach dem Sport meinte, das ist isotonisch, habe ich auch mal ausprobiert. Aber es war halt so, ich habe so zwei Bier getrunken und dann war ich so, hatte voll den warmen Kopf und war so auf den Geburtstagsfotos von meinem 18. halt mit meiner Family und das, am nächsten Tag war halt, als wäre nichts gewesen. Und das war von 18 bis 20 so. Ich hatte nie einen Kater, auch wenn ich Wodka getrunken habe oder so. Und ich habe leider so mit 18 so ein bisschen die richtigen Leute kennengelernt im Berliner Nachtleben, weißt du, dass ich da so voll reingerutscht bin. Und es war wie eine Sucht, also dieses Feiern gehen. Weil ich habe auch trainiert, weil ich früher so mit 14 sehr übergewichtig war. Also was heißt sehr, ich war jetzt nicht riesenfett, aber ich war so, ich hatte so Hängetitten, hatte lange Haare, fettes Gesicht. So, und ich war ziemlich unselbstbewusst. Ich habe mich so im Supermarkt nicht getraut, so irgendwie eine Mitarbeiterin zu fragen, wo etwas liegt. Weil so unselbstbewusst. Aber kenne ich, so, ich auch. Ja, ja. Und ich. Und mein Dad war immer so der mir so auch immer Arschtritte verpasst hat. Und dann bin ich halt irgendwann so ins Training gegangen. Und voll viel. Also ich werde nie vergessen, wie jemand in der Schule zu mir gesagt hat: Du wirst niemals ein Sixpack bekommen. Als ich so hinterher war, so Thunfischsalat mit in die Schule genommen habe, ist teilweise ausgelaufen und so, weißt du? Ich war so voll in meinem Film und die Leute in der Schule meinten, du wirst nie ein Sixpack bekommen. Weißt du, wie ich meine? Er ist safe. Und das war halt so, das ist halt so lustig, dass ich halt so in dieser Schulzeit so auch, ich wurde nicht gemobbt, ja, aber ich wurde so oft so fertig gemacht oder ich wurde ausgelacht oder sowas. Aber es war halt so geil, dass ich dann auch irgendwann Julian kennengelernt habe und dann voll schon so diesen unternehmerischen Sinn hatte in der Schule, weißt du? Und die Leute das alle nicht gecheckt haben. Und ich wurde da so angefangen zu feiern. Also jeder hat mich gefeiert. Nur die Lehrer haben mich gehasst, weil ich halt oft geschwänzt habe. Sehr oft. Also ich war teilweise mal einen Monat nicht in der Schule oder so. hab mir einen Attest machen lassen, Alter, bei Dr. Hollywood. Hast du dann Attestsperre bekommen von dem Arzt? Ja, nee, Attestsperre nicht. Der war mal ganz cool. Grüße an Anton. Aber die Schule hat von dem Arzt halt irgendwann bei die mir Atteste nicht mehr genommen. Genau, das meine ich nicht mehr genommen. Nee, nee. Und dann war es mir irgendwann so scheißegal, weil ich wusste, ich habe einfach mein Ding und das war Sport. Ich hatte das einfach und ich wusste, ich werde es irgendwie schaffen, damit erfolgreich zu werden. Und ich habe nichts anderes links und rechts gesehen, sondern ich habe es einfach durchgezogen. Und es hat geklappt. Und dann habe ich mich halt so irgendwie neu gefunden, auch mit 18 so. Und ich habe auch so Sport, worauf ich eigentlich hinauskommen wollte. Ich habe es halt gemacht, um auch irgendwie so Frauen zu klären. Weißt du? Klar. Das war so mein Ziel. So. Ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten. Das war bei mir nicht großartig anders. Genau, einfach so Frauen zu beeindrucken. Und ich beeindrucke Frauen, also nicht mehr mit meinem Körper, sondern halt mit mir, wie ich mit meinem Kopf, genau. Natürlich, Geld spielt auch immer so ein bisschen eine Rolle. Oder dass ich so ein Tornado machen kann, dann gehe ich auch gerne hin und ich sage so zu den Mädels, hey, I show's you. Und das ist halt immer sehr beeindruckend, so ein Tornado. Du bist so ein kleiner Hund. Krass. Ja. Aber
Und ich sage nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob ich mich kaputt mache. Klar, ich sehe nicht mehr so frisch aus wie mit 18. So, ich weiß das, viele andere sehen das. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich will das Leben halt so gut, wie es geht, genießen können. Weil ich will nicht irgendwann so liegen und sagen, ey, hätte ich mal das noch gemacht, hätte ich mal das noch gemacht. Alter, jetzt bin ich mit geilen Leuten auf Mykonos. Jetzt fliege ich nochmal nach Tulum, Mexiko, weißt du. Ich genieße das Leben halt so in vollen Zügen. Extrem. Und ich glaube, wenige in meinem Alter machen das so wie ich. Ich könnte es nicht. Also klar, du sagst jetzt, du kannst es nicht. Aber vielleicht traust du dir das auch einfach nur nicht zu. Weißt du, wie ich meine? Ich traue mir das zu. Ich würde mich richtig kaputt fühlen am nächsten Tag. Ich glaube, das Lustige, der interessante Knackpunkt ist, jetzt, wenn wir zum Beispiel wegen dem Alkoholding reden, also erstmal, alles, was du gesagt hast, so Kindheit zum Beispiel, ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so, also ich mich zumindest mit dir sehr gut, ist diese Schüchternheit hatte ich auch, ich hatte dieselbe Motivation mit dem Training, ich habe auch viel trainiert und durchgezogen mit demselben Wunsch wie du. Ja? Mhm. Dann bist du auch ne, so mit Familie, Polnisch, Deutsch, dies, das, bei mir Jugo, Deutsch, weißt du, das ist so alles ähnlich. Und dann kommt, bei mir war es krass. Ich hatte ein richtig fettes Grasproblem. Also das belächeln Leute ja so, oh mein Gott, hast gekifft. Aber ich habe 2 Gramm fast jeden Tag gekifft, Digga. So. Ja, das könnte ich nicht. Genau. Also ich weiß, dass ich es nicht kann, weil ich es ausprobiert habe. Und ich bin fast paranoid geworden. Ich bin auch immer paranoid geworden. Aber ich glaube, da sind wir ein bisschen anders. Du kommst mehr so, dir gibt es Energie, mit anderen Menschen zu sein und so Party zu machen extrem, und so. Extrem, extrem. Mich kostet das voll Energie. Weißt du, das ist halt so, früher war ich so unselbstbewusst. Ja. Und jetzt ist es einfach so, ich quatsch einfach manchmal so Leute auf der Straße an. Also ich gehe einfach so hin, ich sage, mein bester Jutster, wie geht's dir und sowas. Weißt du? Einfach nur, weil er gerade irgendwie einer am Rauchen ist und mich so angelächelt hat oder so. Nicht unbedingt, weil er mich kennt. Aber einfach so, ich liebe Gespräche, ich liebe zu kommunizieren. Ob mit Sprache oder mit Gestik oder mit Tornados. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß es so. Ich habe es angefangen zu lieben, so Leute kennenzulernen, so mit denen eine gute Zeit zu haben und am Ende des Tages halt auch wirklich so ich selber zu sein und auch zu wissen, so ey, ich habe einen guten Eindruck der Person gegenüber gemacht, weißt du? So, nee, das muss ich sagen, ist bei dir echt krass. Man fühlt sich auch privat sehr wohl mit dir. Also du bist zum Beispiel, Nico ist so ein Typ, der macht dann vielleicht mal einen Joke, der nimmt Leute hops und so und die sind dann schnell dadurch so ein bisschen eingeschüchtert und dann wissen nicht so ganz. Du bist da gar nicht so. Also du machst dich nicht lustig über Leute, außer das sind jetzt so wirklich Spastis. Dann machst du dich lustig über die. Ja, und dann verarsche ich die auch. Und dann verarsche ich die. Wie zum Beispiel im Hotelzimmer mal einfach in die Mülltonne. Pissen, genau, genau, ja. In den Mülleimer, in den Papierkorb reinpissen beim Gespräch. Aber, was ich meine ist, das ist so voll schwierig zu sagen, wenn man dich jetzt kennt. Ich finde, jetzt von außen kommen Leute und sagen, ja, der macht sich kaputt, der trinkt zu viel, der ist ein schlechtes Vorbild, der macht alles, was man nicht tun sollte. Und ich denke, auf der anderen Seite, ich jetzt für mich so, ich sehe dich als guten Homie und du bist, du hast schon eine krasse Lebensfreude und es hat auch irgendwie was Inspirierendes, so dumm das auch klingt. Wobei ich jetzt nicht so viel trinken würde und du weißt es auch gestern, 23 Uhr verabschiede ich mich dann halt, dann gehe ich halt heim, aber ich finde es trotzdem witzig, die Storys zu hören und so. Aber ich als Freund von dir jetzt privat, das habe ich dir gestern auch gesagt, ich frage mich halt so, was passiert, Bro, wenn eines Tages dieser Moment kommt, wo du halt merkst, guck mal, die Sorgen, die ich mir jetzt mache, ich rede als Homie und wenn du jetzt sagst, das ist zu persönlich oder so und das ist hier, dies, also nee, nicht noch. Erzähl alles, was raus. Auf deinem Herzen liegt. Meine Sorge ist die, du bist ein extrem korrekter Typ, der gerne jedem gefallen will, nicht weil du irgendwie ein schlechter Mensch bist oder so, sondern im Gegenteil, weil du einfach, weil dir das Spaß macht, andere Leute glücklich zu machen, weil das so eine tiefe Insecurity war früher und du das heute zu deiner Stärke gemacht hast, weil es dich früher so belastet hat. Ich weiß so selber, Digga, du streitst dich dann mit 5 Homies, wer geht jetzt jemanden fragen an der Kasse oder irgendwas bestellen oder irgendeinen Termin machen. Ja, da ist dann angefangen, Sekretariat zu gehen in der Schule. Ich wollte da nicht reingehen, ich wollte nicht klopfen. Ja, genau. Ich habe Leute vorgeschickt. Genau. Ja. Und dann stand ich vor der Person, Alter, und habe voll gestottert und sowas. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau, genau. Wobei ich mir kurz 30 Sekunden zuvor so richtig diesen Satz, den ich gleich sagen wollte, so 5-mal im Kopf durchgegangen bin. Und ich habe es trotzdem nicht gepackt.
Weißt du, wie ich meine? Man macht sich fertig wegen jeder Kleinigkeit, die irgendwie falsch ist oder so. Aber eigentlich so der Person denkst du, Digga, was willst du jetzt? Ganz normal, ist alles okay. Und jetzt bist du, hast du krassen Erfolg mit halt, ich will es nicht darauf reduzieren, du bist eine krasse Persönlichkeit, aber halt, das sieht dann so aus, als wäre das jetzt Tornados, viel trinken, die Frauengeschichten, der Lifestyle, dieses Charlie Sheen-mäßige, dieser YouTube-Charlie Sheen. Ja, genau, es ist extrem Charlie Sheen-mäßig. Und das ist auch deine Persönlichkeit und du bist es auch. Aber das Ding ist ja so, du sagst dann, ey, irgendwann sagst du ja unterbewusst, ich krieg noch mehr Abonnenten, ich krieg noch mehr Klicks, ich krieg noch mehr Geld, wenn ich jetzt noch einen draufsetze, wenn ich jetzt heute 10 Tornado statt 8 mache. Schwierig, weißt du, wie es bei mir ist? Ich guck nicht auf Zahlen. Ich bin kein Zahlenmensch. Aber du guckst auf die Reaktion der Menschen. Ja, aber jetzt nicht unbedingt im nicht Internet. Nicht im Internet, sondern so zwischen uns. So und zwischen uns. So zum Beispiel, wenn du mir oder wenn Nico so sagt, ey, komm, lass wieder Training durchstarten und sowas. Und siehst ja, ich sehe jetzt nicht unbedingt so krass schlecht aus. Du siehst überhaupt nicht schlecht aus. Also ich bin weder übergewichtig, noch habe ich irgendwie körperliche Probleme. Klar, jetzt so langsam wird man älter, ab und zu zieht irgendwo etwas. Und dann rolle ich mich einmal mit einer schönen Gin Black Roll durch, weißt du, und dann funktioniert's wieder. Ich habe gestern so lange gerollt, Alter, und jetzt fühle ich mich wieder richtig fit. Ich war gestern voll im Arsch und dann auch diese Übungen, die wir gemacht haben, ja, die hat mir auch voll geholfen, ja, meiner Leiste geht. Ja, das müssen wir aber echt mal machen, Bro. Also wir waren gestern trainieren, das müssen wir öfter machen. Aber damit du, weil sonst fickst du dich, dann kannst du auch nicht durchziehen. Das einzige Problem bei mir, wo ich mir wirklich denken könnte, es geht nach hinten los, wenn ich, und klar, ich habe meine... mein Schwerpunkt von Fitness sehr krass verloren. Sehr, sehr krass. Fehlt also das? Früher. Und manchmal, weißt du, manchmal frage ich mich das selber, ob es mir fehlt. Und manchmal gucke ich mir auch auf Instagram, gehe ich mal wieder so aufs Profil von Simeon Panda, von dem ich so alles geguckt habe. Weißt du, und jetzt gucke ich mir das so mit anderen Augen an. Nicht mehr mit denen von früher, sondern so, ja, ich finde es halt krass, aber ich sehe dann eher so sein Business dahinter. Nicht mehr nur noch den körperlichen Aspekt. Ich sehe nur noch den... Ja, das ist nicht mehr so motivierend, weil du kennst die Fehler der Person mittlerweile. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich gucke mir nur noch so an, so, ey, krass, damit hat er einfach geschafft, jetzt 3 McLarens zu fahren. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich gucke mir den nicht mehr an, weil ich den inspirierend finde, so sportlich gesehen, sondern unternehmerisch. So, deswegen feiere ich es halt immer noch. Aber es ist halt super schwierig, weil manchmal denke ich mir so, ey, komm, damals warst du doch so diszipliniert, bist jeden Tag, teilweise zweimal täglich trainieren gegangen und du bist zu Fuß gelaufen, du bist mit der Bahn hingefahren und sowas. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, ein Taxi zu nehmen, hin und zurück zu fahren, aber ich mach's nicht. Und ich glaube nicht, weil ich einfach die Lust an dem Sport verloren habe, sondern einfach, weil ich ein bisschen faul geworden bin, auch klar, krasser Erfolg, viel Geld. So, da hat man nicht mal so die Motivation, so ein Hobby auszuleben, was damals vielleicht auch so ein bisschen, also ich habe den Sport auch so ein bisschen genutzt, um erfolgreich zu werden. Mhm. So auch öffentlich und so. Aber das muss ich ja nicht mehr. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Verstehe. Und es war schon eine große Liebe von mir, so zu trainieren, mich im Spiegel anzugucken, zu sehen, ey, ich bin krass. Aber ich fühle mich voll wohl, gerade in meiner Haut. Und deswegen habe ich vielleicht gerade... Wäre ich jetzt richtig fett oder so oder voll außer Form geraten, wäre es vielleicht was anderes, weißt du? Da wäre es vielleicht wieder so, dass ich mich so ein bisschen schäme, Frauen gegenüber. Aber so wie ich gerade aussehe, ich fühle mich richtig wohl. Mhm. Alter, hat er gerade gefurzt oder was? Ich glaube, Tüda hat einen Tornado. Ey, nicht, dass die Tornados einfrieren. Oh, will einer von euch die holen? Pepe, kannst du eben? Aber trink die nicht so kalt, Digga, nicht, dass du dich fixst gleich. Guck mal, ich weiß, was du meinst. Ich sag dir das jetzt mal, wie ich es vielleicht meinem kleinen Bruder sagen würde. Mhm. Du bist ein extrem korrekter Typ. Du, also, und das sage ich nicht, um jetzt hier so nach dem Motto, ich fange an mit irgendwas Gutem. Du bist wirklich, ich würde doch nicht mit dir abhängen. Ich sag das auch den Leuten. So, ich hätte gar keinen Turn drauf. Du kennst mich, ich gehe einfach. Ja. Mir ist es scheißegal, du kommst irgendjemand, ich muss keine 5 Insta-Bilder mit dir zu machen, damit ich der Welt beweise, ich habe mit dir gechillt, ich kenne dich oder dies oder was. Ich bin auch ähnlich, also wenn ich jemanden nicht mag oder jemand unkorrekt sich mir gegenüber verhalten hat, dann gebe ich das der Person auch sehr zu spüren. Aber weißt du, was ich andersrum sehr schön finde? Aber auch ohne Angst oder ohne irgendwas so, ey, sondern ich gebe es der Person wirklich zu spüren. Komplett. Okay.
Dankeschön. Ich finde es aber auch, das finde ich eine sehr schöne Eigenschaft von dir. Das ist was Krasses, das habe ich auch Nico gesagt, kann man von dir lernen. Du lässt Leute auch auf eine sehr schöne Art und Weise spüren, wenn du sie magst. Also du bist richtig herzlich. Ja? Also du bist einfach, egal wer reinkommt, du bist sehr korrekt zu den Leuten und nicht, weil du irgendwie Agenda hast oder so, sondern du bist wirklich, das ist schon eine schöne, so, du hast eine sehr, sehr angenehme Art. Also man fühlt sich sehr wohl mit dir. Und das ist eine Sache, die schätze ich krass. Und ich habe, meine Sorge ist die, du bist da, wo du bist, an diesem Punkt, und du verdienst factsmäßig gesehen, du verdienst sehr einfach Geld, indem du einen begehrten Lifestyle führst, du keinen Kater kriegst von Alkohol, was interessanterweise das ist, was Leute auch Alkoholiker werden lässt, dass sie keinen Kater bekommen. Deswegen zum Beispiel Asiaten haben dieses Enzym häufig weniger oft, Alkohol verstoffwechselt. Ich habe mich da auch schon ein bisschen so belesen und ich weiß auch viele Sachen. Also guck mal, am Ende weiß ich, was Alkohol ist. Ja? Ich bin ja kein Idiot. Also ich weiß, Alkohol ist halt, es ist auch eigentlich krass, dass Alkohol halt, also Gras und Alkohol, ja. Gras ist illegal, Alkohol nicht. Ja. Das finde ich halt krass. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist so. Weil Alkohol witzig. Ist so, Bro, das ist, wenn du es nicht weißt und wenn du, Alkohol ist voll krass, du kannst halt voll krass abstürzen auf Alkohol. Extrem krass. Vor allem Bier ist noch, sehe ich nicht so schlimm wie Hochprozentiges. Bei Hochprozentiges, wenn ich allein so in Berlin manchmal durch die Gegend laufe und halt die nicht so erfolgreichen Menschen sehe, wie die sich da so in Wodka kippen, weißt du, so diese kleinen Shots, dann denke ich mir schon so, ey, wie krass muss man denn im Leben abgestürzt sein, so zu enden? Das ist halt krass und dass es halt mit Alkohol möglich ist. Mhm. Und das sehen viele Leute sehen es nicht, weißt du, die sind so feiern, haben Spaß dran, aber Alkohol kann halt wirklich so Leute in den Absturz schicken, komplett. Das ist halt krass. Hast du Angst davor, dass es dir passiert? Gar nicht, absolut nicht. Ich habe gute Leute um mich herum, ich habe eine geile Familie, ich liebe meine Familie, ich muss auch für die da sein, weißt du, deswegen habe ich, wie gesagt, wie ich heute zu dir gesagt habe, ich muss funktionieren. Und wenn ich nach Mykonos nach 3 Tagen komplett Absturzsuff, mit Handy verloren, 4.000 Euro Bargeld verloren, Pepe wird sauer auf mich, weil ich nicht so richtig funktioniere für YouTube, da wird mir dann bewusst und dann habe ich einen Kater und dann werde ich halt von einem, ich erzähle die Story jetzt einfach mal, da war halt auf Mykonos ein Homosexueller, ich habe voll cool, alles cool. Aber der hat mir dann so in die Haare gefasst und meinte so, mit langen Haaren siehst du echt besser aus. Und das war so ein Punkt, wo ich dann, weil ich so kaputt war, mich nicht gegen wehren konnte, weißt du? So, alles cool, aber Bro, fass mich bitte einfach nicht an oder so, weißt du, wie ich meine? Und da habe ich so gecheckt, okay, jetzt muss ich mal kurz wieder locker machen. 3-4 Tage kurz, bisschen Detox gemacht, bisschen Kaffee getrunken, bisschen Minztee getrunken. Und dann habe ich wieder funktioniert, weißt du, wie ich meine? Ich habe immer diese Detox-Phasen. Mhm. So. Auf Instagram sehen das die Leute jetzt nicht unbedingt. Die denken sich so, ey, der trinkt ja jeden Tag. Mhm. Aber ich habe auch einfach mal diese Detox-Phasen und es fällt den Leuten nicht auf, wenn ich mal 2-3 Tage nichts poste. Weil wenn dann wieder was kommt, ist es wieder aus dem Club, weißt du? Und dann denken die sich, ey, der trinkt immer weiter und macht gar keine Pause. Aber diese Pausen sind da. Die sind auch wichtig. Wie oft trinkst du? Es hat sich bei mir ein bisschen geändert. Ich habe früher immer Freitag, Samstag so 2 harte Tage gehabt. Eine lange Zeit immer nur 1 Alkoholtag. Habe ich damals so mit Julian festgemacht. 1 Alkoholtag. Er meinte so, Ron, 1 Alkoholtag. Trink, was du willst, aber mach nur 1 Tag. Dann habe ich so lange durchgezogen und das war auch, also das würde ich will es nicht empfehlen, aber wenn jemand Probleme damit hat, sollte man sich mal sagen, ey, komm, 1 Tag in der Woche oder in 2 Wochen, dass man sich auch richtig drauf freut, wenn es soweit ist. Das ist halt auch immer geil. Aber jetzt ist es halt so geworden, dass ich eher so täglich immer mal ein Bierchen trinke und so. Und wenn ich Bock drauf habe, wird es halt mehr. Wenn ich keinen Bock drauf habe, lasse ich es bei 1-2 Bierchen. Ja? Ja. Könntest du dir jetzt... Und das Krasse ist, warum du oder warum Nico oder warum jeder sich vielleicht Sorgen macht, wenn ich zum Beispiel jetzt, wie jetzt gerade in Stuttgart bin oder auf Mykonos, dann habe ich einen anderen Trieb. Mhm. Als in Berlin zum Beispiel.
In Berlin kann ich auch manchmal chillen, einfach PS5 zocken. Weißt du, lad mir ein paar Frauen nach Hause ein. Aber wenn ich irgendwo bin, dann will ich die Zeit halt richtig nutzen. Bist du Wasser? Nö, ich trinke gleich einen eisgekühlten. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, aber weißt du, wie ich meine? Wenn ich irgendwo bin, dann will ich halt so Spaß haben. Mhm. Und das ist zum Beispiel hier der Fall. Deswegen habe ich jetzt wahrscheinlich auch 2, 3, 4 Tage, wo ich mir wieder richtig einen reintrinke. Aber sobald ich wieder in Berlin bin, geht halt die Arbeit ein bisschen weiter, weißt du. Klar, ich gehe auch gut essen, habe da auch ein bisschen Spaß, aber es ist nicht so extrem, wie wenn ich irgendwo reise. Das ist halt immer ein Unterschied. Und dann ist, ja, dann ist halt krasserer Content und so. Genau. Also, genau, krasser Content, ich habe Spaß. Ich guck mal, gestern da im Club und so, weißt du, es ist einfach ein geiles Gefühl, so einfach mit irgendwelchen Leuten Tornados zu entzünden, die sich voll motiviert fühlen. Kannst du es aufmachen? Weißt du, ich meine? Kannst du mir 2 aufmachen? Danke. Ja, Digga, ich hab doch gehört, die sind gekommen, direkt rummachen und so. Hey, das ist. Ich verstehe die Verlockung von so einem Leben. Also, so ist es nicht, ne? Klar. Weißt du? Es ist sehr, sehr verlockend. Und wenn du. Vor 5 Jahren hätte ich gesagt, Digga, du bist mein Vorbild, was es angeht. Also, es ist halt krass, weil wenn du das einmal hattest, es ist halt wahrscheinlich wie mit einer Droge. Wenn du einmal diesen Trip hattest, willst du ihn halt wieder. Und bei mir geht es nicht darum, besoffen zu sein, sondern das, was dadurch entsteht und wo ich trinke, da trinken ja auch andere. Sodass sich diese ganze Stimmung so lockert. Und es ist halt komplett anders, wie wenn du jetzt irgendwo trinkst du nicht alleine. Mittagessen bist. Weißt du? Da sitzt jeder an seinem Tisch, jeder hat seine private Unterhaltung. Aber wenn du einfach unter Leuten bist, ich liebe das. Mhm. Ich liebe das, einfach zu Leuten hinzugehen. Weißt du, so, keine Ahnung, manchmal so Leute zu verarschen, aber halt immer mit einem Herz, also nie dreckig oder so. Ja, ja. Immer mit einem Herz so ein bisschen Leute zu verarschen, ein bisschen mit denen ins Gespräch kommen, weißt du, wie ich meine? So, ich liebe das. Und ich hatte das jetzt schon so oft und ich dachte irgendwann so vor einem Jahr habe ich mir, glaube ich, mal die Frage gestellt, so komm, ich habe mich doch ausgelebt. Aber ich habe mich erst ausgelebt, wenn ich gestorben bin. Weißt du, wie ich meine? Ja, findest du? Ich dachte mir so, ey, komm, ich habe mich ausgelebt. Jetzt, vielleicht habe ich jetzt mal eine Phase, wo ich lockerer machen kann. Aber nee, ich habe es mir vielleicht eingeredet, aber es ist einfach nicht so. Wie siehst du das so jetzt mit Freundinnen und so beispielsweise? Mit wie vielen Frauen hattest du jetzt Sex? Es waren schon verdammt viele. Also, ich habe keine Zahl. Ich habe doch damals mal so ein YouTube-Video gemacht, wo ich meinte so 300. Es sind mehr. Kann ich mir vorstellen, ja. Es sind auf jeden Fall mehr. Schon heftig? Es ist schon heftig, ja. Sehr, 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 sehr viel. Es ist schon sehr, sehr viel, muss ich dir sagen. Es wird aber auch sehr, sehr viel mehr. Aber guck mal, irgendwann, keine Ahnung, ich will keine Zahlen nennen, weil ich weiß, das Leben, du kannst das Leben nicht kontrollieren, weißt du? Ja. Aber irgendwann will ich halt auch irgendwie einen Sohn haben, den ich ein bisschen ausbilde, weißt du? So wie mein Vater mich ein bisschen ausgebildet hat. Von meiner Würdest deinem Sohn jetzt quasi sagen, der soll so werden wie du? Nein, nein, krasser. Was heißt krasser? Dass er noch mehr trinkt und noch mehr fickt? Ein bisschen stilvoller als ich. Was soll der Sohn anders machen als du? Genau die Fehler, die ich gemacht habe, probiere ich dem auszuleben. Welche Fehler hast du gemacht? Welche Fehler hast du gemacht? Welche Fehler habe ich gemacht? Keine Ahnung, das werde ich herausfinden, wenn es soweit ist. Du hast jetzt noch keine. Also wie gesagt, ich habe nicht so viele Fehler gemacht. Aber klar, das eine oder andere, was ich vielleicht hier jetzt auch nicht droppen würde, habe ich schon gemacht, weißt du? Mhm. Und klar, wenn du mal so richtig einen reingetrunken hast, da ist man, kennst du das, wenn du so diesen alkoholischen Teufel erwächst in dir drinne, weil du halt irgendwie einen scheiß Tag hattest oder so? Genau, so eine Sachen hatte ich auch schon. Ja, ich verstehe, was du meinst. Weil du so aggressiv wirst. Wo man aggressiv wird, wo man sogar Freunde so fast, keine Ahnung, nicht beleidigt, aber so, weißt du? Man wird einfach eklig, so holst Ekligste aus einem raus. Eklige, genau, das sind so diese Sachen, wo ich meinem Sohn zum Beispiel sagen würde, ey, wenn es soweit ist, dann trinkst du Wasser. Mhm. Weißt du? Also lass es nicht so weit gehen, wie ich das so gemacht habe. Ja, weil du dann denkst, jetzt wird es besser, wenn du noch mehr trinkst. Ja. Wie wir gerade drüber reden, so wie ich meinem Sohn irgendwann Alkoholtipps gebe. So, how to become pro-alcoholic and fuck a lot of chicks. Nee, aber weißt du, wie ich meine? Ich will irgendwann einen geilen Sohn haben, der auch was aus seinem Leben macht. Kurz heiraten, dann wieder scheiden. Wer, du? Ja, ja. Also ich werde kurz heiraten, ein Kind machen. Nach 2 Jahren lasse ich mich scheiden. Und dann werde ich halt weiter bumsen. Ist jetzt dein Ernst? Ich habe das Gefühl, es wird so laufen. Ach so, das ist so Semi-Joke, so selbsterfüllende Prophezeiung mäßig, ja, dass du halt genau, so dich kennst. Genau. Also ich habe das Gefühl, es wird so werden. Mhm.
Aber wenn wir jetzt aber es wäre natürlich, guck mal, zum Beispiel, ich kenne super wenig Leute, die sich so, wo die in einer Beziehung zusammengekommen sind, ja, also und wirklich eine lange Zeit auch zusammengeblieben sind. Bei meinen Eltern war es nicht so. Aber ich kenne auch super viele Freunde, bei denen das halt genauso wie bei mir war. Mhm. Dass die Eltern sich immer getrennt haben. Also ich kenne super viele, so alle meine Freunde sind eigentlich Scheidungskinder, weißt du? Oder es ist halt so, dass die Eltern noch zusammen sind, weil einfach dem Kind zuliebe. Mhm, verstehe. Weißt du, wie ich meine? Aber zum Beispiel, wenn ich mir Julian angucke, Julian Zietlow und seine Frau, die sind seit 15 Jahren oder so zusammen verheiratet, jetzt 2 Kinder. Das finde ich so krass beeindruckend. Das ist was richtig Schönes. Das ist so krass beeindruckend. Und klar, wenn ich das haben könnte, dann würde ich das allem anderen vorziehen. Okay, fett, dass du das sagst. Da würde ich das allen anderen vorziehen. Aber ich habe einfach das Gefühl, es ist super schwierig, halt so einen Menschen, der dich halt so, wie du bist, halt komplett akzeptierst. Und ich werde ja irgendwann auch eine Vergangenheit haben, weißt du? Wo die Frau ja auch drauf klarkommen muss. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ich werde ja nicht der sein, der studiert hat, der vielleicht mal so 2-3 Frauen gedatet hat, der so 3 längere Beziehungen hatte, sondern ich bin ja einfach so für Menschen, die mich so angucken, ein komplett verrückter Mensch. Was alles betrifft, was Alkoholkonsum angeht, was Frauen angeht, was meine Arbeit angeht. Meine Arbeit ist ja auch für viele Leute nicht normal. Also wenn ich hier in Stuttgart rumlaufe, die ganzen Leute in den Anzügen sehe, dann denke ich mir so, Alter, ich Penner, trage eine Rolex. Weißt du, wie ich meine? So, obwohl ich bis 17 Uhr heute ausgepennt habe. So, das ist halt so das, wo ich mir die Fragen stelle. Was stellst du da für eine Frage? Na, ob ich eine Frau finden würde, die mich halt so nehmen würde. Boah. Die halt dieses Vertrauen hätte. Pepe hat doch vorhin, er hat eine gute Frage gestellt vorhin. Du hast mich ja vorhin gefragt, ne? Was hast du mich vorhin nochmal gefragt? Irgendwas wegen Freundin und so, dass du das nicht machen würdest an meiner Stelle. Richtig. Also ich würde, wenn ich in eurer Position wäre, keine Freundin haben, weil ich einfach die Situation wahrscheinlich als Mann ausnutzen würde, dass einen viele Frauen mögen. Aber jetzt dazu gebe ich dir mal meine Meinung, weil ich sag dir ehrlich, ich bin in derselben Situation gewesen wie du gefühlt, ja? Ich habe das nie so krass öffentlich ausgelebt. Also kurz um die Frage nochmal. Pepe hat mich vorhin vor dem Podcast gefragt, so, ey, dass er es nicht so ganz nachvollziehen kann, dass du eine Freundin hast. Dass ich halt eine Freundin habe und wie ich das jetzt machen würde mit vielen Frauen. Und so, weil das eine verlockende Sache ist. Und ich komme jetzt nicht und sage, eine Frau ist das Allerbeste, was es gibt, mach das so, sondern ich gebe dir mal so meine Struggles mit. Ja. Das erste ist, nimm dich eine Frau so, wie du bist. Ich habe zum Beispiel viele so, ich sag's mal, Insecurities. Weißt du, Sachen, wo du so denkst über dich selber, tief in dir drin, bin ich da richtig oder bin ich falsch? So wie dieses Sekretärinnenbeispiel. Du hast Angst zu klopfen, weil stotterst du jetzt, sagst du was Falsches, wie verhalten sich normale Menschen, du bist anders, du überdenkst. Und bei mir war eine dieser Sachen immer so, ich hatte Angst, dass ich zu viel rede, dass ich Leute nerve, dass ich einfach anders bin als andere und dass ich halt nicht akzeptiert werde. Und das ist so eine Sache, die, glaube ich, wird nie so richtig weggehen. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel bei meiner Freundin das erste Mal das Gefühl, dass die mich versteht und dass die vor allem diese Dinge, die ich an mir selber so hasse manchmal, aber die gleichzeitig so meinen Charakter ausmachen, die das auch irgendwie so, die du hast und magst an dir, dass sie das sehr mag, dass ich so bin. Ja. Diese Ecken und Kanten, also so diese Imperfektion, die du selber verurteilst. Das macht sie für dich dann halt wiederum so krass besonders. Genau, das, weil ich muss mich nicht verstellen. Genau, du musst dich halt nicht verstellen. Du denkst dir halt so, ey, das sind halt Sachen, die ich selber nicht mag, aber deine Freundin mag das. So, dass du so bist, wie du bist. Und ich hätte nie so ihr das zeigen können, dass ich so bin, wie ich bin, davor auch, weil nicht nur wegen Insecurities, sondern jetzt, ich will jetzt nicht anfangen mit diesem Schwanzvergleich. Ich habe viel gefickt. Was sind Insecurities? So Unsicherheiten. Okay. Ja, sorry. so unsicher, so Sachen, wo du dir halt unsicher bist wegen dir selbst. Keine Ahnung, jetzt, du hast, ich weiß nicht, was jetzt so eine Sache, wo du jetzt sagen würdest, das ist so, das trägst du so in dir mit und sagst, das ist mir unangenehm oder so. Da wäre ich gerne anders oder da weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es da so eine Sache gibt bei dir. Ja, es gibt es schon. Wenn ich zum Beispiel an einem Abend 10 Tornados entzündet habe
und wo ich halt wirklich insecure werde, ob ich den 11. noch hinbekomme. Ja, das habe ich mir gerade gedacht, so eine Antwort, du kleine Nutte. Nein, aber und ich habe halt, bei mir war das immer so, ich habe viel, das ist ja bei dir auch so, normalerweise ist es ja so, du gehst in eine neue Stadt, dann machst du eine Story, du bist in einer Stadt, auf einmal schreiben dir 20 Frauen. Ey, ich bin hier, was geht? Dann schnell, wie geht's, wo bist du? Und dann machst du noch so einen kleinen Joke, wo du testest, wie weit kannst du gehen mit der Frau. Und dann weißt du schon sofort. Weißt du, was bei mir ganz lustig ist? Was? Die erwarten das schon von dir. Nein. Ich habe vielleicht in meiner ganzen Karriere, also Lebemann, 5 Instagram-Frauen gedatet. Nicht mehr. Gedatet oder gefickt? Zwischending. Also ich weiß nicht, aber es waren nicht mehr als 5. Ich lerne, das glauben mir auch viele Leute nicht, aber halt meine Jungs, die wissen das. Also ich habe halt Freunde, die sitzen halt so den ganzen Abend, bevor es halt feiern geht. Und die schreiben, kommst du? Bei mir war das nie so. Also für mich ist ja auch irgendwie Instagram... Du bist so ein Real-Life-Checker, hä? Ich bin so ein Real-Life-Checker. Krass. Weil ich weiß einfach, ich gehe einfach hin. Ich will feiern. Ich will gar nicht nur rausgehen wegen Frauen. Ich will einfach eine gute Zeit haben. Und wenn eine Frau dann dazu passt, dann ist natürlich optimaler, weil dann freust du dich umso mehr, dann war es noch ein geilerer Abend. Aber ich bin halt komplett so... Ich gehe einfach feiern und guck, ob da geile Frauen sind und guck, ob die mir gefallen und guck, ob was geht. Und wenn es halt nicht so ist, dann ist es nicht so. Krass, ich bin voll anders. Ja? Ich habe keine Kraft zu schreiben. Kraft zu schreiben habe ich auch nicht. Ich habe keine Kraft, irgendwie Frauen abzuchecken. Klar, ich hätte ja die Möglichkeit, mal Frauen anschreiben zu können. Mache ich nicht. Ich mache es nicht. Ich habe keine Kraft dafür. Weil ich irgendwie weiß so, ey, wenn die mir so krass gefällt und die kommt jetzt zum Beispiel aus Köln, werde ich irgendwann mal in Köln sein und werde die irgendwann mal treffen. Und ich lasse mir die Zeit einfach. Also ich mache nichts auf Druck. Mhm. Ja, ich verstehe. Also witzig, ich bin zum Beispiel nicht so ein... Ich hatte nie so krass das Selbstvertrauen, jetzt einfach so random irgendwo Frauen anzusprechen. Echt? Nein, Mann. Bei mir ist es halt voll und ganz so. Bei mir gar nicht, Digga. Nee. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch im Club bin, ich habe wirklich 5-mal Augenkontakt, 5-mal, sodass so ganz, ganz klar ist. Ja. So. Und dann warte ich auch noch so, bis die Situation passiert. Dass das jetzt wirklich passiert und dann mache ich es auch nur so in 20% der Fälle. Ich sag dir mal zum Beispiel ein Beispiel, was so... Also wie oft mir so irgendwas durch die Lappen gegangen ist, wo mir jeder Homie sagt, oh mein Gott, Junge. Ja. Und ich frage so, mir ist es unangenehm, ich kann sowas nicht. Ich bin wirklich nicht so. Ich bin halt so, und das werden die Jungs wahrscheinlich später auch nochmal erzählen, da kam halt ein Typ in diese Bar mit einem Rosenstrauß. Ich habe mir einen gekauft. So, dann bin ich aufgestanden. Was habe ich gemacht? Ich habe erstmal zu jeder Frau in dieser Bar bin ich gegangen und habe ihr eine Rose gegeben. Einfach nur, um so abzuchecken, wie die reagieren. Da war teilweise der Freund daneben, aber ich habe denen einfach eine Rose gegeben. Sodass jede Frau in dieser Bar einfach erkannt hat, dass ich gerade da bin. Weißt du, wie ich meine? Und dann sind auch diese Storys passiert, so, die ich dir erzählt habe. Oder die dir die Jungs erzählt haben. Also ich bin halt jemand, der sehr auf sich aufmerksam macht, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Ich hätte schon Lust, einmal so richtig, Alter, aber ich kann es nicht machen. Richtig dir mit mir einen reinzutrinken? Komm nach dem Podcast. Ich hätte schon einmal Bock. Also jetzt nicht so, mich kaputt zu trinken und so mit dir. Nein, aber weißt du, was das Lustige ist? Du weißt das alles, aber du hast es noch nie erlebt. Jetzt in dieses Extreme, nein. Nein, Mann. Nico hat es mit mir erlebt. Ich habe mit Nico auch viel so Ding durch. Das Lustige ist ja, ich war ja immer wesentlich, in Anführungszeichen, schlimmer als Nico früher. So. Also Nico ist ja dann noch viel so reservierter gewesen. Bis Nico das erste Mal aus dem Club abgecheckt hat, hat es übel lange gedauert. Aber dann war das für den so easy. Aber Instagram war halt so, also Instagram, Snapchat, whatever. Da schreibt dir eine Frau und dann ist halt so, das ist so im Komfort deines Zuhauses, Bro. Du siehst die nicht. Dann schreiben hast du eh immer mehr Eier. Ich finde das sogar sehr, also ich finde es sehr beeindruckend, dass Leute das so machen. Auch diese Dating. Echt jetzt mal, wie seid ihr da so? Gut, das sind jetzt so Fragen, die ihr nicht beantwortet, aber also ich bin. Also ich finde das sehr beeindruckend, dass Leute sich wirklich die Zeit nehmen. Ich bin 20% Real Life, 80% Internet. Ja? Ja, Mann. Also krass. Ich bin echt so, ich bin auch so ein Fantasiemensch, Digga. Also für mich ist es so echt auch manchmal einfach stressig zu bumsen, sag ich dir auch ehrlich. Ja, das habe ich auch. Also.
Also wo einmal diese Frau zu mir gekommen ist, Alter, im Nachtkleid und einfach bei mir geklingelt hat und ich in Unterhose mit ein paar Jungs bei mir saß und wir ein paar Zigaretten geraucht haben und einen Film geguckt haben, das war mir auch zu stressig. Also, wenn ich jetzt das so zum Beispiel aufdröseln würde, bei mir das so 20% habe ich vielleicht allein in Real Life geklärt, mäßig. Nochmal 20 so über Freunde. So, keine Ahnung, kennst doch mal, ist dir bestimmt, also dir 100-mal öfter, aber dass du in so eine Bar reinläufst, du siehst eine Frau, die ist übel geil, dann gebt ihr euch Drinks aus und 5 Minuten später macht ihr rum so auf so Rille-Basis, wo du halt so dicht bist. Ja. So, sowas ist so, ne? Oder irgendwie, dass du im Club bist und die kennenlernst und so. Ja. Oder dass du eine Frau kennenlernst ohne Internet. Das waren für mich die besondersten Male, das war immer das Schönste so mit solchen, also so mit Frauen. Internet war so 60%, vielleicht sogar mehr manchmal, die schreibt dir auf Instagram und dann schreibst du halt hin und her und dann bist du in der Stadt und dann ist so, komm, Hotelzimmer. Und dann ist so, ist alles klar, ist alles geregelt. So, weißt du, was ich meine? Du kannst nichts falsch machen. Du, so ist alles schon easy. War auch immer, war manchmal übel geil, manchmal übel wack. Daheim hätte ich das, by the way, niemals gemacht, Alter. Du weißt, wie das ist dann am nächsten Tag so. Ja, okay. Wann gehen wir jetzt auseinander? Und die anderen sonst halt so, keine Ahnung, Freunde bringen irgendjemanden mit oder so. Oder du kennst sie schon länger oder keine Ahnung, irgendwie solche Filme. Aber sonst so wie du, dass ich jetzt so... Das ist wirklich, auch sonst, meistens sind irgendwie die Frauen auf mich zugekommen. Und andersrum, ich bewundere das voll, ich könnte das nicht. Also auch oft so echt tolle Frauen gesehen, aber ich war so, ich komme mir dumm dabei vor, ich kann das nicht. Ist witzig. Aber vielleicht ist auch das Internet macht einen so komfortabel. Also da sind kann wir ich anders. Mir auch gut vorstellen, ja. Da sind wir anders, aber das ist krass. Also ich, Digga, allein schon wie du das machst, schon... Das also, vielleicht ist es auch gut, dass ich das nicht kann. Das wäre echt, glaube ich, gut. Ich glaube, ja. Aber um auf dieses Freundin-Thema zurückzukommen. Ja, Freundin-Thema. Ich denke mir halt so, ehrlich, das ist, das Problem heutzutage ist ja das, was Pepe hat das sehr gut gerade gesagt. So, wenn ich ihr wäre, ich würde keine Freundin haben, sondern ich würde die Situation ausnutzen als Influencer, dass halt Frauenschlange stehen. Und nicht, dass wir jetzt so toll sind, dass irgendwie Topmodels aber in die Schlange stehen. Aber das ist ja auch nur sein so. Gefühl für die Sache. Genau. Er ist ja nicht in der Situation. Er denkt nur, dass er es so machen würde. Und jetzt, das ist das erste Man Ding. Man kann es aber halt nicht wissen. Die Leute stellen sich ja auch immer krasser vor, als es ist. Also ganz ehrlich, das hört sich jetzt schlimm an, aber wie viele Sechser oder Siebener meine Homies, die jetzt viel ficken und so ähnlich sind wie du, also ich sag mal Sechser, so Frauen, wo jetzt viele Leute von mir sagen würden, auch so, ja, ich könnte jetzt Sex haben mit der, aber ich mach das nicht, hol mir lieber einen runter. Ne, das ist ja so, wo sich viele Geister scheiden. So, also Nico und ich sind ja so, also nein, ich bin da auch nochmal ganz anders als Nico. Also, aber also Nico hat, glaube ich, noch, bei ihm geht unter 8 gar nichts, glaube ich. Und, okay, ja, und für, mich ist Nico, und für mich ist Nico schon so, dass ich mir so manchmal denke, so, Bruder, was machst du? Ja? Ja. Also so, deswegen, ich bin da schon echt ein bisschen... Du bist noch penibler als Nico. Ja, sehr viel penibler ja? als Nico. Also, ja. Krass. Also Nico, also so... Und also das ich hab schon teilweise Sachen gemacht, wo ich beim Bumsen nüchtern geworden bin und mir dachte, was reitet mich hier gerade? Das hatte ich schon. Und meine Jungs und viele Leute wissen das. Ganz kurz, liebe Grüße, aber kann ich kratzen, oder? Was? Was? Alles gut, nee, das war nur ein Insider. Ganz kurz rauslassen. Also ich hatte schon teilweise 0,5er. Oh mein Gott, ja. Krass. Und da war ich halt so krass auf Sendung, dass ich das halt einfach nicht gecheckt habe. Das, da ist er. Wir reden gerade darüber, dass du nur 8er... Aber er kann nicht kratzen, oder? Oh, ich stehe ja schon wieder dicht. Der ist nicht dicht. Du siehst aber dicht aus. Ich bin nicht dicht. Okay, ich brauch nur meine Cam kurz. Ey, Nico. Sei dir bitte sehr, sehr bewusst, dass ich mir heute richtig einen reintrinken werde. Mir ist extrem bewusst. Sei dir bitte extrem bewusst, dass ich mir morgen extrem einen reintrinken werde. Ey, lass mal heute schon das Vortrinken bei Sascha beginnen. Ihr macht mich krank. So, Freunde, nochmal zu den XTB Investing Days. Wer ist überhaupt XTB? XTB ist ein Unternehmen mit über 600 Mitarbeitern, die es schon seit über 16 Jahren am Markt gibt. XTB ist ein Fintech und der viertgrößte CFD- und Forex-Broker, den es gibt. Ihr habt bei XTB ein sehr breites Angebot. Ihr könnt mit dem Broker im Endeffekt alles kaufen, was es gibt. Währungen, Kryptos, Indices, CFDs,
und halt Aktien, ETFs, alles Mögliche könnt ihr dort kaufen. Bei echten Aktien und bei ETFs ist das Ganze auch mit 0 Euro Provision. Hinzu kommt, dass am 19.11. die XTB Investment Days sind. Dort habt ihr über 11 Vorträge, die für jedermann sind. Das heißt, ihr habt Vorträge für jede mögliche Art von Investmentstil und auch Erfahrungs- und Kenntnisstand. Das heißt, wenn ihr ein blutiger Anfänger seid, habt keine Angst, registriert euch kostenlos, meldet euch kostenlos an und dann könnt ihr ganz bequem die Vorträge euch angucken. Sogar ich halte dort einen Vortrag, das heißt, das wird jeder von euch verstehen, aber auch wenn ihr way into it seid, da werden auch Leute sein, die noch mal viel mehr Ahnung haben und noch mal über andere Dinge sprechen als beispielsweise ich. Das Ganze wird online übertragen, es ist kostenlos, du kannst dich unten bei diesem Link hier anmelden und für alle, die vielleicht am 19.11. keine Zeit haben, an dem Freitag sich das anzugucken, ihr könnt euch trotzdem kostenlos anmelden und euch die ganzen Vorträge angucken, wann immer ihr möchtet. Viel Spaß weiter mit dem Podcast und danke an XTB. Viel Spaß und ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Kannst du zumachen, danke. Warte. Wo waren wir? Digga, ein Bier und ich bin schon dicht. Bei den 0,5er. Bei den 0,5er, genau, genau. Nee, das, also ich meine jetzt damit nicht so, oh, ich bin so wählerisch und Ding, aber das Lustige ist, dass ich, also was ich zum Beispiel gesehen habe, ist, dass jemand wie du hast viel mehr Training bei sowas. Dass du jetzt zum Beispiel dadurch, dass du auch da einfach den Deckel zumachst, dass es euch viel leichter fällt, zum Beispiel auch so eine Frau anzusprechen, wo ich mir so denke, so, Bruder, ich kann ihn nicht ansprechen, ich bin never ever auf ihrer Liga. Weil sie so krass aussieht. Weil sie so krass aussieht. Das habe ich halt so krass, ich spreche die ganz krassen Frauen in einer Bar eher an, als die nicht so krassen. Ja, weil sich da auch keiner traut und keiner weiß, wie man mit denen umgehen soll und so. Das ist bei mir aber nur so in einer Bar zum Beispiel, oder also in einer Bar vielleicht, dass das irgendwie passiert, in so einem, ich kann das nur so zu zweit, wenn ich intim bin. So, ich kann mit Leuten besser funktionieren, als wenn es, also wenn es eine kleine Gruppe ist, als wenn es eine große Gruppe ist. Bei mir hat sich das auch so ein bisschen, ich bin früher immer richtig im Team immer rausgegangen. Ja? Immer im Team, immer so mit 3 Freunden, hier Bar gegangen, da Club gegangen. Auch natürlich auch so aus dem Aspekt, weil man sich damals so ein bisschen das Geld geteilt hat, weißt du, was Club angeht. Und dadurch, dass es halt bei mir auch ein bisschen besser läuft und dadurch, dass auch viele Freunde von mir, also ehemalige Freunde, so sehr diesen Ausnutzfaktor bei mir ausgekostet haben, weil ich halt... Echt? Ja, sehr krass. Also die haben da, sich an dich angehängt wegen Cash und so? Auch wegen Erfolg und... Reinkommen und... Rein, weil bei woran mir hast du das halt gemerkt? Krass, ich habe das halt... Ich habe das in vielen Situationen gemerkt und irgendwann, also mein Dad hat auch viele Freunde von mir mal kennengelernt und der hat mir dann immer von Anfang an gesagt, so, pass bei dem auf, pass bei dem auf. Mit dem geht gar nicht mehr und das ging immer hier rein, da raus, weißt du? So, ich habe mir nie irgendwie das zu Herzen genommen, was der mir so empfohlen hat. Aber dann habe ich es einfach in ein paar Situationen so gecheckt, ey, er hatte halt wirklich recht. Und das war für mich so ein Schock. Und woran bei hast du es gecheckt? Boah, voll viele Sachen. Also, ich will da nicht so krass drauf eingehen, weil ich damit schon abgeschlossen habe, okay. Aber es gab einfach diese Situation, wo ich mir dachte, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Alter. Okay, krass. Das hatte ich halt sehr oft, dieses richtig Enttäuschende, wo ich dachte, ey, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Ich habe dir so viel gegeben, also ich habe so viel gegeben, so aus meinem reinsten Herzen heraus. Und dann, Alter, kackst du mich so von der Seite an. Weißt du, es gab voll viele solcher Situationen und deswegen bin ich gerade auch so, dass ich dadurch, dass ich halt auch so in Berlin gut connected bin mit den Bars, mit den Clubs, mit den Restaurants, ich gehe einfach allein raus. Ich gehe alleine einfach in die Bar. Mittlerweile gehe ich einfach zum Beispiel alleine in die Lutzer Bar, weil ich einfach weiß, ich kenne da eh den halben Laden und ich kann mir halt diesen Stress nicht mehr geben, weil wenn ich irgendwo jetzt mittlerweile hingehe, dann sind da halt voll viele Leute, mit denen ich auch gerne Gespräche führen würde. Und wenn ich jetzt jemanden mitnehme, zum Beispiel, oder man zusammen irgendwo hingeht, dann kann ich halt diese Aufmerksamkeit der Person nicht so krass geben, weil ich halt die ganze Zeit unterwegs bin. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich bin mal da am Tisch, mal da. Quatsch mit der, mit dem Mädel, quatsch mit der. Und das ist halt, voll viele fühlen sich dann abgefuckt. Weißt du, wie ich meine? Ja, wenn du so mit so introvertiertem Homie wie mir jetzt rausgehst, genau, der ein bisschen gechillter ist. Ich sitze alleine in der Bar, du fühlst dich schlecht wegen mir und dann ist es richtig, so... Richtig, und eigentlich müsste wir sind eigentlich zusammengekommen. Müsste ich mich voll um dich kümmern, so ja, mit dir den weiß, ganzen Abend zu verbringen. Aber das liegt nicht mehr an meinen Möglichkeiten. Also ich muss halt... Und es ist klar, es gibt auch manchmal coole Leute, mit denen man businessmäßig was machen kann. Deswegen bin ich halt auch immer so mit den Leuten am Quatschen, am Trinken, weißt du?
So mal bei den Mädels, mal wieder bei irgendeinem Kollegen, den ich so, bei einem Bekannten oder sowas. Und da kann ich halt mich um die Leute nicht mehr so krass kümmern. Krass. Und voll, es ist jetzt schon sehr oft passiert und damals war es ja noch nicht so. Das ist ja erst so geworden mit der Zeit. Und dann habe ich von Leuten so mitbekommen, dass über mich halt so gesagt wird, dass ich mich verändert hätte. Weißt du? Was, inwiefern sollst du dich verändert haben? Ich habe mich verändert, weil ich halt nicht mehr so aufmerksam Freunden gegenüber bin oder wäre. Aber die verstehen es halt einfach nicht. Die verstehen meine Situation halt nicht so gut. Weil die mich halt anders kennen. Aber du weißt ja ungefähr, wie das ist. Also einen Elon Musk wirst du jetzt nicht in irgendeiner Bar einfach am Chillen sehen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So, je mehr Erfolg, desto mehr ziehen sich die Leute auch ein bisschen zurück und machen ihr eigenes Ding. Erklär mir das mal. So. Was würden die so kritisieren daran? Was hat den neuen Ron und Guck den mal, früher Ron, war ich halt immer wirklich im Team. Mhm. Wir waren an einem Tisch, saßen da den ganzen Abend und ab und zu ist man mal auf Toilette gegangen, pissen. Und dann hat man die Mädels so an seinen Tisch geholt. Bei mir ist es aber so, wenn mein Tisch hier ist, sind dort 6 andere Tische. Und Der Bezirksbefruchter bist du unterwegs. Genau, und ich kenne die Leute dort. Ja, ja. Und ich will mit ihnen quatschen, weißt du, wie ich meine? Ich will jetzt dann nicht nur an meinem Tisch bleiben, wenn da irgendwie coole Leute auch unterwegs sind, mit denen ich mich auch kurz betrinken kann und die auch ein paar schöne Frauen am Tisch haben, weißt du, wie ich meine? Und dann sagst deine Homies und sind dann Problem so, der findet uns nicht mehr gut. Meine, beziehungsweise diese Homies, die sitzen dann, die bleiben da am Tisch sitzen und fühlen sich dann davon genervt, dass ich unterwegs bin. Weil du nicht bei denen bist. Ich bin zwar im selben Club, aber ich bin irgendwie immer noch unterwegs. Obwohl ich im Club bin, weil überall halt Leute sind, die ich kenne. Das ist halt sehr krass. Und damit sagst du, komm dir nicht klar, weil die dann hier, sagen... Hier ist es zum Beispiel nicht so. Hier kenne ich ja niemanden. Weißt du, wie ich meine? Deswegen enjoy ich das auch irgendwo gerade zu sein, wie hier und hier feiern zu gehen. Weil ich kann einfach mit Leuten wie gestern in der Runde rausgehen und einfach so mit den Leuten chillen. Das habe ich in Berlin gar nicht mehr. Echt? Ich bin da so krass auf Achse, das ist unglaublich. Also wenn ich halt in Berlin feiern gehe, dann bin ich erstmal in der Bar, dann bin ich noch im Club, dann lande ich noch im Stripclub, trinke einen Tee zum Runterkommen, weißt du? Ja, kenn ich, kenn ich. Und das ist halt super anstrengend, wenn man so unterwegs mäßig halt so wie ich halt in Berlin ist. Und dann Leute da die ganze Zeit dabei zu haben. Bei dem einen gefällt das nicht, dem anderen gefällt ja, okay, das nicht. Ja, okay, das fühle ich aber, weil das war bei mir früher auch so. Du hast deine Homies und dann ist so, Jungs, lass rausgehen. Ich war immer der gesagt hat, Jungs, lass jetzt mal rausgehen. Ja. Ja, ich weiß, glaubt man nicht, aber ich war immer so der. Und dann war so, Bruder, ich weiß nicht. Und dann hast du, weißt du, so deine Homies, die so ein bisschen Angst haben, rauszugehen, sich so, die sind dann so, weißt du, die musst du so richtig motivieren. Dann motivierst du die einmal, in einem Monat kriegst du die motiviert. Und dann passt dem einen die Fingernägel von der Tuss an der Bar nicht. Und dann sagt der, oh, das Bier ist übel scheiße. Ich bin so, Jungs, wir sind hier, chillt jetzt mal wirklich. Es geht mir dann selber auf den Sack. Und irgendwo hast du so eine Toleranz dafür, aber irgendwann ist es so, als wärst du mit irgendwelchen Opis unterwegs, wo dann jede Kleinigkeit nur noch nervt. Und da ist die Musik nicht gut. Genau. Und da ist das nicht gut. Und dann stehst du so vor dem Club 3 Stunden und du führst Gespräche, wohin gehen wir jetzt? Und dann ist alles scheiße und dann stehst du einen Abend und genau deshalb, draußen. Um diese Situation zu vermeiden, also ich habe das fuckt übel ab. Ich habe meine 1-2 Leute, die da auch ungefähr so sind wie ich und mit denen man auch mal was machen kann. Und die sind zum Beispiel jetzt nicht so motiviert wie ich, sondern die sind auch so ähnlich wie Nico, so ab 3 Uhr geht's nach Hause. Mhm. Ja, und ich mache dann halt alleine weiter. Aber so mit 1-2 Leuten kann ich das machen, aber ansonsten gehe ich halt, wie gesagt, wirklich nur noch alleine raus, damit ich mir diesen Stress nicht mehr geben muss. Und das ist halt extrem stressig. Fuck dich das nicht ab irgendwann? Also so, dass du sagst... Hat mich. Ich habe mich von so vielen Leuten getrennt. Aber auch, dass du dich irgendwie alleine fühlst oder so? Gar nicht, nee. Ja. Weil, wie gesagt, ich bin ja super in Berlin connected. Mhm. Und wenn ich irgendwo hingehe, bin ich halt nicht alleine. Also so krass, so oft war ich feiern, dass egal, wo ich hingehe, fühle ich mich nicht alleine. Also ich gehe jetzt nicht alleine ins Restaurant und setze mich hin und esse alleine Trüffelpasta. So ist es nicht. Da nehme ich auch einen Kollegen mit, weißt du? Aber wenn ich mal irgendwann... so beim Zocken irgendwie Bock kriege, irgendwie vielleicht, hey, komm, ich habe gehört, so heute kommen ein paar geile Mädels dahin, so von verschiedenen Leuten. Wenn du mich dann bei Fallout 76 abfickst und du rausgehst. Genau. Und dann ist bei mir so, dann gehe ich halt alleine einfach mal in die Bar und schaue mich um. Und da, es war noch nie so, dass ich hingegangen bin und keinen gekannt habe.
Und zur Not kenne ich halt die Barleute, weißt du? Ja, ich weiß. Dann chill ich allein an der Bar und trinke mit dem Barmann halt die ganze Zeit kurze weg. Aber das Krasse ist, vor Corona war das bei mir viel stärker. Jetzt zum Beispiel bin ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe so ein richtiges, nicht Angst, aber so, für mich ist es irgendwie unangenehm, gerade so rauszugehen in den Club oder so, ich weiß auch nicht. Ich bin so viel Menschen nicht gewohnt. Wieso denn? Ich bin so viel Menschen nicht gewohnt. Ja? Da ist noch so ein bisschen, bist du jetzt noch gechillter, weil, sagst du, du hast eh Freundin. Ging die Corona-Situation bei dir auf die Psyche? Ja, ja. Ja? Bei dir? Also safe, also ich hab durchgezogen, bei mir war Corona so, ich habe halt gesagt, ganz ehrlich, du verpasst jetzt eh nichts mehr, du bleibst jetzt daheim, beziehungsweise in der Firma und du arbeitest jetzt wie ein Geistesgestörter und dann irgendwann hast du dich daran gewöhnt, dann kommst du nach Hause und denkst dir so, es gibt eh nichts mehr so wirklich, was dir gerade Spaß macht, also arbeite, dann bist du irgendwann so ein bisschen leer, bist so permanent gestresst und du sagst, fuck man, und du vergisst, wie das Leben davor war und hast dich jetzt so irgendwie gewöhnt dran. So ist es bei mir gewesen. Ja, okay. Und ich muss mich jetzt so langsam wieder so sozialisieren. Bei mir war halt Folgendes, vor Corona war ich ja auch schon gut unterwegs. Ich habe zum Beispiel Donnerstag erst, als wir unterwegs waren, ich bin so nach Hause gegangen, ich war so, wow, das macht viel mehr Spaß, mit Leuten rauszugehen, als ich dachte. Das hatte ich in Montenegro auch. Ah, okay. Ich habe einen Homie in Montenegro, den musst du kennenlernen. Der wird dir sehr gefallen. Der ist im Endeffekt genauso wie du. Ja? Ja. Okay. Ja. Der ist, der fickt auch ähnlich schlimm viel. Und also der Typ, du wirst sehr viel Spaß haben, wenn du den kennenlernst. Okay, dann ab nach Montenegro. Ich sag dir mal, wenn der herkommt oder wir da hingehen. Ich muss dir halt ehrlich sagen, so vor Corona war ich schon viel unterwegs, aber ich war halt jetzt nach Corona sozusagen auch der Mykonos-Trip und ganz viele andere Sachen. Also so krass gelebt wie jetzt habe ich noch nie. Wie war es bei Corona? Hast du gemacht, dass du daheim bleiben musst und so? Guck mal, das war so, als Corona da losgelegt hat, da war ich so, glaube ich, den ersten Monat war ich wirklich zu Hause und habe auch Stream für mich entdeckt. So, da habe ich so angefangen zu streamen, bin auch voll selten rausgegangen und dann habe ich immer so diese paar Leute gehabt, die meinten, ey, guck mal, da ist eine Hausparty, das. Dann habe ich am Anfang noch so den gemacht, so, ey, komm, so, ihr fuckt mich gerade damit ab, warum seid ihr so, warum könnt ihr nicht einfach mal so einen Monat chillen? Und das habe ich dann halt gemacht. Und da muss ich dir aber ehrlich sagen, und das gebe ich auch gehört, offen und ehrlich zu. Ich habe dich auf Homepartys gesehen in Berlin. Das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Ich bin dann auch irgendwann angefangen, auf die Homepartys zu gehen, weil mir halt zu langweilig geworden ist. Yeah. So. Und ich war zu Silvester letztes Jahr in Mexiko, Tulum, weißt du, wie ich meine? Wo es kein Corona, also was Corona gab, aber gefühlt gab es kein Corona, weil da tausende Leute auf einem Fleck waren. Weißt du, wie ich meine? Und ich war dann auch immer mal wieder auf so einer Undercover-Party, hab das gemacht. Also so, ich bin da gar kein gutes Beispiel, was das angeht. Aber ich finde, ich mag diese Leute nicht, die so sagen so, ey, ja, zu Corona habe ich mich voll zurückgenommen. Oder erzählen, ja, Dings, andere Leute verurteilen, dass die irgendwo sind, aber selber das nicht besser gemacht haben. Weißt du, ich gebe es halt offen und ehrlich zu. Ich habe halt gefeiert, ich war unterwegs. Ja, mein Gott. Also, aber ich habe halt auch, ich weiß, es ist halt ein Virus und so, aber ich bin nie krank. Das Einzige, wo ich krank werde, ist, wenn ich zum Beispiel so eine Reisekrankheit habe. Wenn ich irgendwo hinreise oder zurückreise, nach Mexiko ging es mir auch voll scheiße, weil ich voll Durchfallprobleme hatte wegen dem Leitungswasser da und sowas. Mhm. Oder wegen den Eiswürfeln war das. Ich habe keinen Eiswürfel, wird da auch aus Leitungswasser gemacht. Wusste ich halt nicht, weißt du, hatte ich voll krasse Probleme. Als ich hier angekommen bin, dachte ich sterbe vor Bauchschmerzen. Das war ganz, ganz krass. Und Könnt ihr das nur bitte draußen essen? Weil, also hier... Geh ruhig, ich esse später. Weil ich bin hier, wenn da irgendwas aufs Sofa kommt, ich krieg Hirninfarkt. Ja. Deswegen mache ich jetzt noch mal einen Tornado. Ja, alles gut. Nee, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich diese Phase während Corona hatte, wo ich dann auch so mich abgefuckt hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich muss es irgendwie verstecken und so. Jetzt, wo wieder alles einigermaßen normal ist, wo die Leute jetzt so mittlerweile so alle so ein bisschen durchgeimpft sind, weißt du, da denke ich mir so, ich enjoy das halt sehr krass, wieder rauszugehen und wieder Gas zu geben. Deswegen bin ich da gerade auch so motiviert. Ja, wir werden auch noch ein Ding. Ja. Wenn ich dann... Ey, ich... Sag mir mal, wegen Freundin und so. Mhm. Wir können
wir wissen, okay, man kann jetzt hier viel verschiedene Frauen haben. Findest du aber auch nicht, dass das so ein bisschen dein Kopf, also mein Kopf zum Beispiel hat das ein bisschen kaputt gemacht, weil ich musste mich richtig, richtig, richtig raffen und ich hatte damit auch echt Probleme, zu sagen, okay, nein, weil es ist wie so eine Droge. Da ist noch eine Frau, da ist noch eine Frau, da ist noch eine Frau. Und ich habe das so damals immer geschafft, so ja, bei meinen ersten Freundinnen so nicht fremd zu gehen und so weiter. Und jetzt aber, wenn du die Verfügbarkeit die ganze Zeit hast, finde ich es auch so was für mich viel schwieriger. Ich hatte so eine so 2-3 Jahre so voll die Leere und gar kein Bedürfnis, eine Frau zu haben. Ich habe mich nur einmal verliebt. Aber da, währenddessen die ganze Zeit mit vielen Frauen irgendwas gehabt, viele so, so halbe Beziehungen, weißt du, was ich meine? Wo du so eine Frau so über ein Jahr triffst aber dann hast du so 5 Mädchen gleichzeitig und... Guck mal, es ist so... Und wenn die eine nicht will, kannst du immer sofort zu der anderen gehen und wenn dich das eine abfuckt und du eigentlich so Schmerzen hättest wegen der, gehst du sofort das Betäuben mit einer anderen. Ich finde das ein super schwieriges Thema, weil ich glaube eher, dass eine Freundin meinen Kopf kaputt machen würde. Wieso? Wenn ich in eine Beziehung gehen würde. Weil ich einfach weiß, wie ich gerade aktuell lebe, was ich habe, was ich will. Also es gibt super viele Aspekte, wo ich halt weiß, worum es geht. Aber wenn ich halt eine Freundin habe, dann lasse ich mich ja auf was Längeres ein. Und ich bin so ein Mensch, der plant nicht weit voraus, weißt du? Ich nehme die Dinge so, wie die kommen und ich mache die Dinge so, wie ich Bock drauf habe. Aber bei einer Freundin wäre es dann für mich so, dass ich sage, ey, warum soll sie denn meine Freundin sein? So, weil wenn ich eine Freundin haben möchte, wenn ich mich verliebe, dann will ich doch diese Liebe nicht irgendwann abgeben müssen, sondern ich will die ja behalten. So, und bei einer Freundin wäre es für mich so im Gefühl, so ey, wenn es so 1 Jahr ist, 2 Jahre, dann, keine Ahnung, weißt du, dann klappt es nicht. Und dann waren diese 1-2 Jahre für mich so wie verschwendete Zeit. Also klar, man macht auch Erlebnisse, man hat Erlebnisse zusammen, ist alles schön. Aber ich denke so, wenn ich auf sowas eingehen möchte, dann wirklich, wenn ich irgendwann so, weißt du, wie ich meine, so, keine Ahnung, so fertig bin, so mit dem, was ich so gemacht habe. Wenn ich Bock habe, Kinder zu haben, wenn ich Bock habe, eine Frau zu haben. Wenn mein Umkreis vielleicht auch so, keine Ahnung, vielleicht auch sich schon. Ich habe so das genauso gesehen wie du. Und das. Ich habe aber so richtig Schwierigkeiten gehabt, da rauszukommen. Also, ich habe zum Beispiel, du denkst ja, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Du hast dann die ganze Zeit ja die Chance und es ist ja übel spannend, weil du hast dann so einen Typ an Frau, den du da jetzt haben kannst. Dann findest du den Typ an Frau auch übel interessant und so. Dieses immer neu, immer ja, neu, immer neu. Halt, und das ist halt die Kacke, weil das ist ja auch verführerisch, weißt du? Und ich habe halt keinen Bock, eine Freundin zu haben und der dann irgendwie fremd zu gehen oder so, weil ich mich selber nicht kontrollieren kann. Und ich weiß, wenn, guck mal, ich bin leicht beeinflussbar, in dem Sinne so von Frauen. Und wenn jetzt eine Frau zu mir kommt, und das ist schon passiert, also ich fantasiere nichts oder so, aber eine richtig geile Frau kommt zu mir und hat Bock auf mich. Was mache ich dann? Und ich weiß, ich bin jetzt gerade noch nicht fertig, so, dass ich sagen könnte, so, nee, ich habe eine Freundin, sondern, keine Ahnung, die Freundin müsste keine Ahnung, ich weiß nicht, wer sein, dass ich da so Nein sage, weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe, guck mal, bei mir, das ist eine sehr ähnliche Sache. Guck mal, du hast ja irgendwann, hast du übel viele schöne Frauen, die da sind und das ist doch wahrscheinlich bei dir auch so, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt ist, aber bei mir war es zumindest so, du hast dann, je öfter du Sex hast und je öfter du verschiedene Frauen kennenlernst, kriegst du das ja so schon relativ schnell mit, wie die ticken. Ja? Ja. Nicht, dass alle gleich sind, aber du hast so ein riesen Spektrum schon an Erfahrungen und dann sagst du, okay, ich weiß jetzt, wie ich jetzt, gibt ja keine Ahnung, Alter, ich kenne Leute, die zum Beispiel, die gehen in scheiß Puff, weil die ihrer Frau nicht sagen können, dass sie gerne einen Finger im Hintern haben wollen. Ja, das ist sehr, sehr krass und ich sag dir ganz ehrlich, ich bumse erst geil seit 1 Jahr so. Ja, aber weil du die Eier hast zu sagen, was du feierst. Guck mal, ich hatte noch vor einem Jahr und diese Zeit von 18 bis so 21 war bei mir noch so, klar, ich hab gebumst,
habe auch meine Performance abgegeben, die auch nicht so schlecht ist, weißt du? Ja, ja. Also mein, aber trotzdem so Performance-Ficker-mäßig. Ja, genau, und meine Jungs lachen mir halt so. Ich habe manchmal so Freunde gehabt, die sind nach 2 Minuten Feierabend, weißt du? Ja, ja. Und die haben mich immer bewundert, dass ich halt wie so ein Stier da reingehe und halt auch meine 30 Minuten durchziehe, weißt du, wie ich meine? Bis halt die Frau auch gekommen ist und nicht mehr kann. So, das ist mir wichtig beim Bumsen. Aber ja, es ist schon krass, dass du hier die ganze Zeit Bier trinkst und ich halt meine Cola Zero voll am Enjoyen bin. Ja. Rund. Ey. Ich mach mir echt Sorgen um dich. Nein, aber wo waren wir stehen geblieben gerade? Guck mal, um auf dieses Sorgenthema vielleicht das einmal abzuschließen. Wir hatten das mit Freundinnen, wir hatten das mit Alkohol, wir hatten das mit, dass Leute im Endeffekt, meine persönliche Meinung ist folgende, Bro. Ich glaube, dass sehr viele Leute das beklatschen, was du machst, die da daran Spaß haben. Ey, super viele. Die Leute, die das selber auch gerne machen, beklatschen das. Und die Leute, die das selber nicht machen können, vielleicht weil die eine Frau haben, Kinder haben, einen Job haben, wo die es jetzt nicht so ausleben können oder super oder sich nicht trauen, die gucken das sich auch an und die kommen teilweise zu mir und sagen, ey, wir feiern das so hart, weil ich kann das nicht, aber ich gucke dir dabei zu und es unterhält mich, weißt du, wie ich meine? Denkst du aber, dass es langfristig die richtige Sache ist? Langfristig auf gar keinen Fall. Wie lange willst du das noch durchziehen, so wie es gerade ist? Wie gesagt, ich plane halt nicht so krass im Voraus. Ich mache halt das, worauf aber ich Bock du, habe. Aber denkst du, würdest du das noch aushalten, 10 Jahre so zu leben wie jetzt? Zehn Jahre nicht. Also so intensiv wie, ich nehme mal kurz den Zeitraum von Stuttgart, wie ich hier den Tornado perfektioniert habe, bis jetzt. Da war Mykonos dazwischen und jetzt kommen auch noch mal ein paar Sachen. Also so intensiv, wie ich jetzt in diesem Zeitraum getrunken habe, und es waren so 3-4 Monate, glaube ich. 2-3 Jahre und dann wäre ich auch ein bisschen im Arsch. Wie würdest du das merken mit am Arsch sein? Weil als wir zum Beispiel waren gestern im Gym, wir haben jetzt ein oder andere gemacht und so, keine Ahnung, Sodbrennen, scheiße schlafen, viel trinken, so, viel solche rauchen. Solche Sachen. Was macht dich am, also was ja, macht ich bin ja auch, ich bin ja, ich habe ja jetzt auch keinen Genfehler oder sowas. Einen Charakter kriege ich auch ab und zu. Und ich glaube, der wird dann auch öfter mal eintreffen als jetzt aktuell, weißt du, wie ich meine? Und wenn es dann soweit ist, dann, wie gesagt, so habe ich meine Detox-Phasen, wie ich vorhin schon gesagt habe, wo ich auch mal eine Woche einfach gar nicht trinke. Aber, weißt du, je öfter ich so eine Detox-Phase brauche, desto seltener kann ich halt saufen. Mhm. So, und ich glaube, das ist, bei mir wird es wahrscheinlich so ein schleichender Prozess, wo ich einfach so mit der Zeit anfange, weniger zu trinken. Ja? Da habe ich das so im Gefühl. Hast du dir manchmal so überlegt, so, oh, jetzt Alkohol zu lassen wäre schlau? Naja, was heißt schlau? Also schlau ist halt von Alkohol komplett die Finger zu lassen, wenn man richtig schlau sein will. Aber also, ich bin ja auch kein perfekter Mensch. So. Und ich habe halt das Gefühl, warte, ich hatte gerade was sehr Gutes, es ist gerade irgendwie verloren gegangen. Boah, scheiße. Ah, genau. Guck mal, wenn ich halt trinke, ne? Ich trinke halt in der Gesellschaft. Ich habe zum Beispiel, wenn ich alleine chille oder so, und das sind ja so die klassischen Alkoholiker, die machen sich, die gehen zum Bier, trinken ein Bierchen, zum Kühlschrank, machen sich erstmal ein kaltes Bier auf, ja, kommen so, starten so in den Tag. Das ist bei mir gar nicht. Ich trinke auch wirklich, bis ich am Abend mit Leuten bin oder hier bei so einer Situation oder so, da trinke ich keinen Alkohol. Habe ich auch keinen Bock drauf. Ich trinke halt wirklich, ich fange an zu trinken, einfach wenn ich so in der Runde bin. So alleine absolut nicht. Noch nie gemacht. Ah, du hast noch nie alleine getrunken? Ich habe noch nie alleine getrunken. Krass. Eventuell mal, wenn ich wusste, ich gehe jetzt gleich in die Bar, dann hab ich mir ganz kurz ein Bier gezündet, damit ich jetzt nicht so krass nüchtern auf die Leute gleich zugehe. Weißt du? Aber so alleine noch nie getrunken. Wirklich noch nie. Also ich habe keine Situation, wo ich jetzt sage, ich habe mich mal alleine besoffen oder so. Ist bei mir wirklich nur so ein gesellschaftliches Ding. Könntest du dir ein Leben ohne Alkohol vorstellen, wenn ich dir jetzt sage, heute ist vorbei? Naja, leben musst du ja irgendwie. Wenn du keinen Selbstmord machst, musst du ja leben, aber
Ich sag dir ehrlich, wenn mir jetzt jemand 10 Millionen Euro anbieten würde und er sagt, ab heute trinkst du nie wieder, kriegst aber 10 Millionen Cash dafür und Alkohol sozusagen von der Welt irgendwie abgeschafft wird oder so, so und ich krieg dafür aber 10 Millionen, glaube ich, würde Nein sagen. Irgendwie, weil ich einfach noch das Gefühl habe, so, ey, Privatier bin ich eh schon. Nein, aber weißt du, ich hätte einfach das Gefühl, ey, das macht so viele geile Situationen dann kaputt. Nee, verstehe. So. Aber würdest du sagen, dein Ziel ist es schon so, in den nächsten 2-3 Jahren das geregelt hinzubekommen, dass du sagst, du hebst dir das auf für Genussmomente? Ja, und safe. Also es war und bei kommst mir, zur Ruhe. Es war bei mir auch ungefähr wie mit diesem Alkoholtag damals, weißt du? Mhm. Wo ich halt so auch noch mit Julian da auf seinem Kanal, wo wir die Videoreihe da hatten, RTL 3, da hat er mir ja so ein bisschen, ich will nicht sagen verboten, aber er hat schon so gesagt, so ey, raff dich mal, sei mal ein bisschen normaler, so mach einen Alkoholtag die Woche, trink so viel, wie du möchtest, aber mach diesen einen Tag. Und ich glaube, es wird auch irgendwann darauf wieder hinauslaufen. Also so von selber, nicht so von, dass mir das jemand sagt, aber von selbst werde ich wahrscheinlich so sagen, ey, komm, jetzt habe ich wieder Bock, so ein bisschen zu trainieren, wieder ein bisschen geiler auszusehen, ein bisschen fitter zu sein, weil so schleichend wird man ja, wie gesagt, so manchmal spüre ich hier jetzt mittlerweile auch was, das hatte ich halt nie, ich habe noch nie eine Verletzung und wenn ich so merke, ey, mein Körper ist nicht mehr so geschmeidig, wie der mal war, dann denke ich, bin ich so intelligent, dass ich auch mal den Schluck mal beiseite stelle. Mhm. Was denkst du, ist so das Ungesündeste an deinem Lifestyle oder das, was dich am meisten selber stresst, wo du sagst, das ist das Erste, was du jetzt so sagen würdest, das muss jetzt nicht sein? Wenn du jetzt eine Sache aussuchen könntest? Der Schlaf. Ja? Ja. Das ist ganz klar der Schlaf. Und durch dieses, dass ich halt auch keine Pause finde und durch das, dass ich auch gerne bis 8 Uhr morgens irgendwie mir einen reintrinke und unterwegs bin und irgendwelche Leute da kennenlerne oder Freunde treffe irgendwo in ganz absurden Situationen und dann auch richtig Gas gebe und so. Und dass ich dann von 8 Uhr irgendwie bis 17 Uhr penne oder so oder halt voll unregelmäßig und manchmal halt auch wie als ich hier angekommen bin, wo ich die Nacht durchgemacht habe, wo ich noch im Stripclub war, nicht geschlafen Junge. Habe, im Hotel angekommen bin. Ey, der Junge bin. Ruft mich an und sagt mir so, ey, Bro, ja, ey, übel, ah, ich habe Nacht durchgemacht, ich habe 7 Uhr Flieger genommen, ich war dann morgens dicht, nicht geschlafen beim Bäcker, da sind so Schulkinder und so, ich trinke da Kaffee, Hotel lassen die noch nicht rein. Ich habe mich wirklich da wirklich echt wie ein Alkoholiker gefühlt, als ich da saß, bei diesem Bäcker. Ich freue mich aber, dass ich da scheiße bin. Und ich war, er weiß, Pepe weiß es ja selber, also als die meinten, unser Zimmer ist erst in einer Stunde fertig, da, zeig mal bitte einmal kurz das Bild. Ey, da war ich so in der Hotellobby. Ich kam auf mein Leben nicht mehr klar und das ist halt das, was mir am meisten Energie nimmt. Halt dieser unregelmäßige Schlaf, das lässt mich auch, da bin ich mir auch zu 100% sicher, dass der Alkohol mich ältern lässt. Mhm. Der Schlaf. Guck mal, so habe ich da gechillt. Junge, Digga. Ich war komplett am Ende. Digga, du bist... Ja, das hast du mir gezeigt gehabt, Junge. Aber was sagst du, was meinst du mit Eltern lässt? Also im Gesicht, also dass ich halt nicht mehr aussehe wie mit 18. Und dass ich teilweise sitze und vielleicht liegt es auch ein bisschen an den längeren Haaren jetzt, aber dass mich Frauen auf 32 schätzen. Das ist halt schon so, das sind ein paar Aspekte, wo ich mir sage, so ey, komm, du musst mal wieder ein bisschen mehr Schlaf haben. Ist es... Sagst du dann, du hast dann, wie ist es jetzt zum Beispiel nächste Woche? Wie kann ich mir das vorstellen? Kommst du zurück aus Stuttgart? Wie wird jetzt die nächste Woche aussehen? Es wird eigentlich turbulent. Es wird turbulent, weil ich werd nicht trinken. Also ich werde trinken, aber ich werde nicht trinken wie hier, sondern ich werde vielleicht so mal am Donnerstag, Freitag, Samstag ein bisschen wieder unterwegs sein in Berlin. Also ein paar Frauen kennenlernen. Aber dann muss ich mich auch schon wieder auf meinen Mexiko-Trip vorbereiten. Das heißt, es wird sehr stressig. Ich werde 1-2 Videos drehen, höchstwahrscheinlich. Und in Mexiko werde ich mir wieder richtig einen reintrinken. Das wird so meine Woche sein. Aber ein bisschen halt geregelter als jetzt hier. Mhm. So mit ein bisschen... Du wirst auch normal pennen? Ja, ich werde normal pennen, ja. Okay, das heißt, du pennst jetzt nicht so wie jetzt die ganze Zeit hier 8 Uhr morgens, sondern... Genau. Weil also das von Montag bis Freitag so zu leben, das kannst du nicht, Digga. Also ich sag's ehrlich, das geht auch nicht. Wenn ich am Samstag 3 Uhr nachts pennen gehe und ich dann schlaf bis um 12, okay einmal. Also aber ich kann, das Lustige ist, ich kann es.
Also ich habe es auch schon gemacht, ja. Aber ich habe ja auch gewisse Verantwortungen. Also mein Geschäften gegenüber, Freunden gegenüber, Familie gegenüber. Und wenn ich dann so sitze, auf mein Handy gucke und teilweise den Leuten einfach nicht antworten kann, weil ich keine Kraft habe, da merke ich schon so, komm, pack dich mal wieder ein bisschen. Ja, Mann. So, weil das sind die Situationen, also Leute wollen was von dir und du guckst halt nicht mit dem Kater, aber einfach mit Lustlosigkeit. Leerer Seele, Alter. Leerer Seele. Guckst du da raus, du kriegst und kannst nicht antworten. Hast keinen Bock, hast auch keine Zeit, weißt du? Wie ist denn das mit deinen Freunden und so? Das ist das, was ich mich frage. Ich denke mir so, ich sag's dir ehrlich, wärst du hier, ich würde mich dir packen. Ich würde sagen, Bro, pass auf. Wir fangen jetzt an zu trainieren. Ich versuche dir jetzt zu helfen, dein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, dass du wieder ein gesundes Verhältnis zum Alkohol bekommst, gesundes Verhältnis zum Rausgehen und so weiter und so fort. Weil wenn du dich daran gewöhnst, YouTubes Charlie Sheen zu sein, dann fängst du ein Wettrüsten an, was bedeutet, dass du dich immer weiter kaputt machst, du dich nicht mehr neu erfinden kannst und du deine persönliche Entwicklung als Mensch fixst für das schnelle, viele Geld, was du jetzt bekommst. Und das nicht das Richtige ist, nur weil viele anonyme Leute jetzt das beklatschen, dass du Tornados machst und viel trinkst und krasse Storys hast. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders als du. Ich weiß, dass du das anders siehst. Ich sehe das halt absolut anders. Ich sehe das eher so, dass ich durch diesen Lifestyle, den ich halt auch irgendwie pflege, sage ich mal jetzt so, dass ich auch schon Leute kennengelernt habe, erfolgreiche Leute, sehr stark persönlich entwickelte Leute und ich dadurch auch so in den Kontakt zu den Leuten halt mich auch persönlich komplett anders entwickelt habe. Als wenn ich jetzt die ganze Zeit nüchtern bin, nur trainieren gehe, Playsy zocke und ab und zu mal ins Restaurant gehe, weißt du? Ich habe da, glaube ich, schon in meinem Alter so viel gesehen, so viel erlebt, so viele Leute kennengelernt, so viele erfolgsorientierte Leute kennengelernt, wo ich auch was mitnehmen konnte. Und ich sehe das eher so, dass ich halt, also mir geht's körperlich, ich fühle mich komplett fit. Ich habe dich vorhin mal gefragt, ob man so einen Lungen-Check-up machen kann, wegen Rauchen, weißt du. Aber ansonsten fühle ich mich halt fit. Mach halt Bizeps-Curls immer noch mit 40 Kilo. Weißt du, wie ich meine? Ich habe so das Einzige, also meine Freunde. Ich meine gar nicht, dass du... Ich weiß, aber keiner macht sich um mich Sorgen. Mhm. Weil die, guck mal, hier bin ich eine Woche. Und du erlebst mich eine Woche. Ich lebe dich halt im Extrem. Genau, du erlebst mich komplett im Extrem. Aber meine jeden Freunde, Tag, seitdem du hier warst, war nur Saufen. Genau, aber meine Freunde, das ist ja auch das Öffentliche. Die Leute in der Öffentlichkeit erleben mich ja nur beim Party machen und Saufen. Oder mit hübschen Frauen um mich herum. Und manchmal halt, wenn ich halt YouTube-Videos hochlade oder was auch immer. Aber die erleben mich ja nicht komplett privat. Und meine wirklich guten Freunde erleben mich komplett privat und die machen sich halt keine Sorgen. Weil die mich halt auch täglich sehen oder jeden zweiten Tag und die wissen einfach, ich funktioniere, mir geht's nicht schlecht. Klar, wenn ich auch mal hier bin, dann schreiben die auch so, ey, du bist verrückt und so. Aber privat macht sich keiner Sorgen. Du hast gerade erzählt, dass Stuttgart dich kaputt macht. Wieso? Nein, weil du sagst, wenn du hier bist, dann ist Dinger. Nein, aber ich meine gar nicht, dass du jetzt nicht funktionierst oder dass du jetzt gerade kaputt bist, sondern ich meine eher, dass du so ein bisschen eine gewisse Routine in dein Leben kriegst, im Sinne von, dass du sagst, ey, ich gehe jetzt dreimal die Woche trainieren. Ja, aber... Ich versuch mir ein bisschen Zeit für mich selber zu nehmen. Ja. Ich versuche mal auch, mich privat in irgendeiner Art und Weise weiterzuentwickeln, weg von... Was ich meine ist, ich habe das bei vielen Leuten erlebt. Ich weiß ganz komplett, was du meinst und ich habe auch schon Leute kennengelernt, die auch auf Alkohol komplett abgestürzt sind. Komplett. Und da noch Drogen ins Spiel gekommen sind. Und weil du weißt, da kommen auch sehr schnell ja sagende Freunde, klar, weil dann man, auf einmal so, man, Ron hat man, immer recht, weil sich, der hat die meiste Kohle. Genau, man lässt sich sehr, sehr, sehr leicht beeinflussen. Aber wie gesagt, ich habe halt auch zu meiner Familie halt ein sehr enges Verhältnis. Und ich sehe die auch sehr regelmäßig. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass ich regelmäßig mal mit meinem Dad oder mit meiner Mom was halt. Ich glaube auch, dass ich das sehr, sehr gut beschützt tatsächlich. Genau, und das beschützt mich halt sehr gut. Also hätte ich die nicht, wäre es was anderes. Also ich glaube, dann würde sehr leicht Gefahr bestehen, dass ich halt auch abstürze oder was weiß ich. Aber wie gesagt, ich bin meiner Verantwortung halt sehr krass bewusst. Und meine Freunde wissen das, meine Familie weiß das, so dass auf mich halt Verlass ist. So. Und es ist halt immer so gewesen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass durch den Lifestyle, den ich gerade auch habe und den ich auch nicht seit gestern habe, sondern seit 5 Jahren, weißt du, ich habe ja... Das hier ist ja vielleicht 0,02% so von dem Gesamtpaket. So. Und seit 5 Jahren habe ich alles auf eine Reihe bekommen, weißt du?
Und das Einzige, was mich vielleicht hindert, wenn ich halt körperlich wirklich irgendwie schwach werden sollte oder, keine Ahnung, meine Leber kaputt geht oder ich halt irgendwie Lungenprobleme bekomme vom Rauchen. So, das wären die Sachen, die halt scheiße sind. Aber ich glaube nicht, dass ich mir halt so viel einen reintrinken werde, dass ich halt irgendwie auf mein Leben nicht mehr klarkomme. Das schließe ich komplett aus. Mhm. Komplett. Krass. Wie siehst du das jetzt mit Leuten, die das angucken? Also so dieses, die dieses Bild haben vom Ron, wo du sagst, so du jetzt als kleiner Junge, wir beide, Angst an Sekretariat zu klopfen, Angst beim Lidl zu fragen, so ey, wo sind die Barilla-Nudeln? Der guckt dich jetzt an. Ich als kleiner Junge, ich hätte gedacht, scheiße, Mann, krass. So will ich werden. Ich will so viele Frauen haben. Ich will dieses Selbstbewusstsein haben. Ich will dieses Charisma haben. Ey, du hast dir Two and a Half Men angeguckt. Ja. Und du wolltest so sein wie Charlie Sheen. Ja. Du wolltest so sein. Was sagst du heute dazu? Wenn jetzt der kleine 12, 13, 14, 15, 16-jährige Ron das anguckt. Wie? Auf mich selber. Auf dich selber, der guckt dich an. Ja. Was hätte der, was würde der kleine Junge spüren? Was würde der denken? Würde der denken, ich will genauso sein? Oh mein Gott, wie krass. Weil ich finde das was Spannendes, weil einerseits ist es eine Künstlerfigur, die du hast, andererseits bist du privat genauso und teilweise noch krasser. Es ist schwierig. Und es ist witzig. Es ist schwierig. Der 12 bis 13 bis 14 Jahre alte Ron, der würde eher so sein wollen, glaube ich, wie ich mit 18 war. Mhm. Gut trainiert. Mhm. Ab und zu mal im Club. Aber weil ich mit 12, 13, 14 auch den Aspekt des Geldes auch noch nicht wahrgenommen habe. Weil ich habe Taschengeld bekommen, ich musste mich um keine Rechnungen kümmern, ich musste keine Miete zahlen, ich musste meine Katze nicht selber verpflegen, weißt du? Ich musste keine Putzfrau bezahlen, ich musste keine Flüge nach Stuttgart buchen, ich musste keine Business-Class-Flüge nach Dings buchen. Das gab's halt alles noch nicht. Ich glaube, der 12 Jahre alte Ron würde so sein wollen wie mit 18, aber der 16, 17 Jahre alte Ron, der so langsam so das Bewusstsein bekommt, so, dass es im Leben halt um mehr geht als nur um eine gute Form, der würde, glaube ich, schon sehr fühlen, was ich gerade mache, wie ich das alles so kombiniere. Was würdest du sagen, worum geht es dir heute? Was sind die wichtigen Dinge? Also was hat sich zum Beispiel mit dem Geld verändert? Es ist halt immer so, ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin, dass ich das halt wirklich sagen kann, aber ich habe halt so, es ist halt lustig, wenn ich es jetzt sage, aber ich habe damals auch Sachen gesagt, wo die Leute gelacht haben. Es ist aber halt so und 100-mal krasser halt eingetreten ist. Ich sehe mich halt wirklich in 10 Jahren auf einer Superjacht mit 30 Bitches. Ich sehe mich da einfach. Warum? Ich sehe mich da einfach, weil ich irgendwie weiß, ich werde das krass packen. So wie ich damals mit 13, 14 nach Hause gekommen bin, sage ich dir ganz ehrlich, nach Hause gekommen bin, mich auf mein Bett gelegt habe, 2-3 Mal gefurzt habe und mir deine Videos reingezogen habe, wo du 17 oder 18 warst und trainiert hast. Und ich wollte so aussehen und so stark werden. Das habe ich hinbekommen. Ja. Ich sah halt 3-mal krasser aus als du. Und ohne Testosteron. Nein, aber... Wir können morgen eine Wette machen bis zur Figo, wer krasser wird. Okay. Fang an. Sollen wir? Sollen wir. Ja, okay. Ja, okay. Bis zur Figo nächstes Jahr. Wann? Okay, warum? Alles klar. 5K. Schauen wir mal. Ja? Okay. Was? Perfekt, geile Wette. Wer sah gestern krass aus? Du, hä? Was ist das für eine Frage? Ja, weil du definierter bist. Ja, natürlich definierter. Das hat gar keinen Fettanteil, meiner Meinung nach. Und du sagst, du siehst selber nicht krass aus. Und ich denke mir so, what the fuck, Alter? Aber ich habe mehr Muskelmasse. Ich habe gar nicht trainiert, ne? Ich auch nicht. Ich trainiere seit fast einem Jahr gar nicht. Seit Anfang Corona habe ich aufgehört zu trainieren. Wir sehen uns viel mehr. Nee, aber wo waren wir gerade? Wir haben es auf Kamera. Ah, genau. Wir haben es auf Kamera, ja, ich bin dabei. Ich gebe ihm die 5.000 Euro wieder zurück. Ich bin nicht so ein Typ, aber nein. Er soll erstmal bluten. Auf jeden Fall, genau, ich sehe mich halt, wie gesagt, auf einer Superjagd. Aber jetzt mal im Ernst, Bro, treib dich das an. Denkst du jetzt, du gehst nach Hause, du machst deine Augen zu, hörst Mucke und stellst dir vor, wie du in 10 Jahren auf einer Megajacht bist mit 30 Frauen und sagst, das ist es. Ja, mit Technomusik.
100%. 100%. Ganz klar, also das ist so. Was, aber was? Also ich sehe einfach auch meine Mom mit einer geilen Villa. Ja. Ich sehe meinen Dad mit einem gekauften Maserati von mir, weißt du? So, das sind so die Sachen, die ich sehe. Und klar, jetzt werden super viele Leute sagen, ja, es geht nicht nur um Geld und es geht nicht nur darum und materielle Sachen sind scheiße. Ja, aber das motiviert dich. Ja, es motiviert mich. 100%. Also ich wäre jetzt irgendwie ein Heuchler, wenn ich sagen würde, nee und so Dings, hier Spirit oder keine Ahnung. Oder ich, keine Ahnung, weißt du, ich riech an irgendeiner Pflanze oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß. Das ist nicht mein Ding. Ich bin da, jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich, aber das sind zum Beispiel die Sachen, die mich motivieren. Also es ist einfach Geld und geile Frauen und materielle Gegenstände. Das motiviert mich. Aber es motiviert mich auch nur, weil ich weiß, weißt du, dass es diese Sicherheit. Verstehst du, was ich meine? Es ist einfach diese Sicherheit, dass du weißt, du kannst auf die Kacke hauen, wie du willst. Und, du kannst leben wie heute und es gibt keinen Morgen. Und wenn es meiner Mom irgendwie schlecht geht, dann muss ich jetzt nicht unbedingt in Berlin sein, sondern sie kann sich dann einfach von einer Haushälterin irgendwas vorbeibringen lassen. Weil Geld halt nicht mal die Sorge ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe. Oder sie muss halt nicht mehr arbeiten gehen und nicht mehr einkaufen gehen selber, sondern bestellt sich die Sachen, weil auf dem Konto das verbunden ist, Gorillas oder was, oder diese ganzen Dinger, weißt du? Kann mit dem Taxi auch überall hinfahren, muss nicht Bahn fahren. Ich verstehe, was du meinst. Diese Sicherheit, dass du einfach weißt, ey, du machst zwar dein Ding, ja, und ob Leute das gut finden oder scheiße finden, ist dir am Ende des Tages scheißegal, weil du die Sicherheit hast und weißt, dass es einfach deinen engsten Leuten im Umkreis halt wirklich gut geht. Und ich sehe halt auch, wie ich meinen besten Freunden bald einfach auch mal eine Uhr schenke oder sowas, weißt du? Aus Dankbarkeit, so, dass die auch immer an mich geglaubt haben. Und da kann mir erzählen, jeder kann mir erzählen, was er will, aber es ist halt geil. Dieses Gefühl ist einfach, auch wie ich dem Jungen jetzt die Uhr da geschenkt habe, es ist einfach ein geiles Gefühl, dass ich halt irgendwie so weit geschafft habe, dass ich einfach einem Fan eine Rolex schenken kann und dann noch ein Cover on top so. Das hätte ich mit 15, 16 Jahren nie gedacht. Ich verstehe, was du meinst. Weil das Menschliche habe ich ja schon. Ich muss daran ja nicht arbeiten. Es gibt halt auch Leute, die müssen irgendwie an sich selbst oder an ihrer Persönlichkeit arbeiten oder an ihrer Familie. Aber bei mir ist Familie, alles ist top. Es gibt keine Schwierigkeiten. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, also meine Eltern sind getrennt, aber die sind immer noch wie Best Friends. Die verarschen sich und so gegenseitig, weißt du? Mein Dad hat eine Freundin. So, meine Mom kommt mit seiner Freundin gut klar. Also bei uns in der Familie stimmt alles. Meiner großen Schwester geht's gut. Es gibt keine Probleme. So, was soll ich denn noch haben? Das, was noch dazukommen kann, ist Geld. So. Ja, aber manchmal, was ist, wenn dir jemand das nimmt, was du hast? Ja, dann ist es so. Was soll man denn dann machen? Da muss man von null wieder starten. Aber wieso denn nicht? Ja, ich verstehe die Motivation. Ich bin auch so ein Typ, der sich, der seiner Familie und seinen Freunden sehr viel zurückschenken will und geben will. Und ich bin da vielleicht ein bisschen anders gestrickt, bei was und wie es mich motiviert. Aber ich habe das Gefühl, dass du bei ein paar Sachen noch halt, du bist einfach jung und du bist auch da vielleicht ein bisschen naiv. Dir ist halt noch nie eine richtig krasse Scheiße in deinem Leben passiert. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du kriegst keine Luft mehr, deine Lunge macht nicht mehr mit oder man richtig gesundheitlich spürt, was es bedeutet, was so ein und Leben du, und macht. Und ja du hattest ja diese gesundheitlichen Aspekte. Ich hatte sowas halt und du hattest du halt hattest nicht. Das. Nicht, dass aber, es jetzt genau, krass aber, ist oder so. Aber du kannst ja mit einer kompletten Einstellung gucken, als ich, weil ich hatte das ja noch nicht. Weißt du, wie ich meine? Ich kann ja jetzt nicht schon davon ausgehen, weil ich es ja noch nie hatte und es ist ja nicht sicher.
Aber ich weiß, mit Kohle, so wie es mir jetzt gerade geht und so wie alles um mich herum ist, so habe ich viel mehr Sicherheit als jetzt aktuell. Aber wenn ich halt gefickt bin und auch irgendwie Probleme habe oder meine Lendenwirbelsäule reißt oder sowas, dann habe ich lieber 1 Million auf dem Konto, als monatlich nur 2K zu verdienen, weil dann kann ich mir die ersten besten Ärzte raussuchen. Weißt du, wie ich meine? Safe. Oder du hast viel Geld auf dem Konto, aber auch gesunde Gewohnheiten, die davor aufpassen. Und so viel Geld kann man nicht machen, dass die deinen Körper wieder in Ordnung kriegen. Noch nicht. Das habe ich mir auch lange gesagt, aber die Jahre des Wartens sind qualvolle Jahre. Nein, ich will es gar nicht, Bro, ich will es gar nicht verurteilen, ja, oder so. Weißt du, ich mag dich dazu auch viel zu sehr und ich auf der anderen Seite, Digga, ganz ehrlich, es gibt so viele Dinge, die ich von dir gelernt habe. Weißt du, wie gesagt, dieses Menschliche habe ich schon. Ich habe alles passt, aber so, mich treibt gerade einfach nichts anderes an. Weil bei mir stimmt alles. Würdest du sagen, dass genau diese Einstellung etwas ist, was Leute so, wo die sich dich als Vorbild nehmen und sagen, was denkst du, können Leute von dir lernen und was sollten Leute nicht von dir lernen? Was sollten die Leute also nicht nachmachen und was können sie nachmachen? Was die Leute bei mir nicht nachmachen sollen, sage ich dir ganz ehrlich, alles, was ich mache, sei es die Sauferei, sei es das Online-Casino-Glücksspiel-Thematik, ich zocke und so und die Leute gucken mir dabei zu, oder was möchte ich noch? Genau, Frauenthematik, ja, dass ich halt viele Frauen habe. Ich finde, vor allem auf Instagram kann man es ja nicht bestimmen, sondern da habe ich auch minderjährige Follower, ist ja klar. Jetzt, ich glaube, nicht so viele, aber die sind halt auch dabei. Und die sollten sich dieses Ganze wirklich nur als Unterhaltung angucken. Nicht nachmachen, auf gar keinen Fall. So, weil Stuntmänner machen das ja beruflich. Mhm. So. Man sollte das ja nicht nachmachen. Don't try this at home mäßig, weißt du, wie ich meine? Und ich bin ja schon Profi in dem, was ich mache. Ich weiß ja, wie viel ich trinken kann. Mhm. Und ich weiß, wann ich eine Pause machen sollte. Und ich weiß super viele Sachen, weil ich das ja tagtäglich mache. So. Und auch damit entertaine. Aber ich sag dir ganz ehrlich, so, was die Leute sich bei mir abgucken können, ist, finde ich, ist dieses... Oh, ich gebe auf nichts einen Fick. Mhm. Auf absolut gar nichts. Und ich finde, so, es gibt viele Menschen, die sich, glaube ich, da so ein bisschen was abgucken können. Auf dieses. So, ich kann dir sagen, was ich mir abgeguckt habe. Es ist einfach scheißegal, was mir ist scheißegal, was andere Leute von mir halten. Ich weiß, so, dieses klassische, ich gucke mich im Spiegel an und ich weiß, ey, alles cool. So, ich muss mir nichts vorwerfen, so, ich mir selber, so. Meine Seele ist irgendwie so im Reinen, weißt du, wie ich meine? So, weil ich mache das, worauf ich Bock habe. Und wenn ich es nicht mache, dann mache ich es nicht. Nee, diese Herzlichkeit und diesen guten Umgang, den du mit Menschen hast, das ist schon was man sich abgucken kann. Das ist auch was aber sehr das Schönes. Ist ja eher wieder so was Privates, weil man muss ja sagen, die Leute, die mir folgen, die kriegen das ja. Was heißt, die kriegen das nicht mit? Die wissen ja auch. Nee, ich sagte das als Homie gerade. Genau. Weil für mich bist du ja mehr als jetzt, ja, weißt du, also ganz ehrlich, ich gucke mir jetzt nicht krass alles an, was du machst in der Öffentlichkeit, weil ich bin so ein Typ, ich gucke mir das, also weißt du, ich meine, ich gucke mir Dinge aber an. Aber genau sowas wie hier gerade, das kennen die Leute ja von mir nicht, weißt du? Die sehen bei mir einfach nur so die Unterhaltungsmaschine, den Säufer, den Frauenmumster und halt den Privatier. Was an, so in meinen Kopf hat sich noch nie jemand irgendwie so reinhören können. Weil so wie jetzt in diesem Podcast, da den wir gemacht haben, da sind die Leute ja auch nicht schlauer draus geworden, weißt du? Und sowas gibt es bei mir auch nicht, weil mit dir habe ich gerade Bock, das hier zu machen. So habe ich dir auch von Anfang an gesagt, weil es wird auch irgendwie lustig, weil die Leute sehen mich mal, wie ich halt wirklich bin. Und das ist halt nicht so weit weg von dem, was ich zeige. Ist es nicht. Es ist halt wirklich close. So. Und deswegen hatte ich auch Bock, mit dir das zu machen heute. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, ey, ich werde jetzt in Zukunft immer mal wieder Real Talks machen oder so, habe ich keinen Bock drauf. Ich zeige halt wirklich nur das, was mir so, also Real Talks machen mir Spaß so untereinander, aber öffentlich, ich will mir einfach Videos auch angucken von mir selber beim Scheißen und ich will mich einfach totlachen, weißt du? Ich habe gar keinen Bock, irgendwie der Welt irgendwas erklären zu müssen, habe ich keinen Bock drauf. Und ich war immer schon der Entertainer, auch schon in Schulzeit, klar, damals war ich so ein bisschen... Aber im kleinen Kreis unter Freunden war ich immer der Entertainer und der Verrückte. Und da können dir meine, wenn du die mal kennenlernst, meine Freunde, die ich seit 18, 16 Jahren habe, mit denen ich im Sandkasten zusammengespielt habe,
die werden dieses alle bestätigen können. Ja, glaube ich dir. Ja. Nee, und das ist auch, ich finde es so interessant, diese das halt so ein bisschen zu trennen. Weil ich glaube, viele Leute erwarten auch viel von dir und ich glaube, dass du dieser Entertainer-Rolle krass gerecht wirst und dass du das gut hinkriegst, aber manche Leute das so ein bisschen, es ist schwierig, glaube ich, es ist schon eine abgefuckte Sache. Es ist eine abgefuckte Sache, aber was schadet es mir denn? Guck mal, zu mir kommt keiner öffentlich im Club und fuckt sich über mich ab. Macht keiner. Die Leute trinken Tornados mit mir. Privat, du fuckst dich nicht über mich ab. Nico fuckt sich nicht über mich ab. Pepe fuckt sich manchmal über mich ab, wenn ich ein bisschen zu sehr reingetrunken habe und er mir einen Kuchen bringen muss, weil ich nicht wach werde. Aber ansonsten, mich fuckt ja keiner ab. Und das Einzige, was ja passieren kann, durch das, was ich öffentlich mache, dass Werbepartner vielleicht keinen Bock haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Aber das juckt mich ja nicht. Weil ich mache ja mein Ding. Gut, das juckt mich auch nicht. Weißt du, wie ich meine? Ja. Nee, das ist auch gut so. Das ist ja das Einzige, was passieren kann. Ansonsten mache ich ja sozusagen das, was den YouTube-Richtlinien entspricht oder den Instagram-Richtlinien. Übertreiben kann ich ja nicht. Jetzt bin ich wieder hier reingerutscht, ne? Kein Stress. Ja. Aber, weißt du, wie ich meine? Nein, ich meine es gar nicht so mit, ich meine es gar nicht verurteilend oder so. Ich meine es eher, ich sehe das vielleicht zu differenziert irgendwie. Ich kann als Homie jetzt, wenn die Kamera aus ist gleich, werde ich mit dir wieder Jokes machen und wir stacheln uns gegenseitig an. Mhm. Aber ich werde trotzdem nicht mitkommen und trinken. Mhm. Aber ich feiere das trotzdem, weil ich aber weiß, dass ich so ein Mensch bin, der krass auf das anspringen würde. Mhm. Und ich weiß, dass das so meine dunkle Seite in Anführungszeichen, wenn ich mich jetzt komplett gehen lassen würde, würde ich auch trinken, viele Frauen ficken. Ich weiß aber, dass das für mich Langzeit nicht gut ist. Ja, also wenn du das so siehst, ist es ja geil. Für mich. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es eine dunkle Seite ist. Ich sehe das nicht als dunkle Seite. Nein, du schadest damit ja niemandem. Genau, wenn du es für dich selber machst, gar kein Problem. Guck mal, ich habe meinen eigenen Wodka auf dem Markt. Weißt du? Ich verkaufe meinen eigenen Wodka, aber es ist ja so, ich sage ja jetzt nicht so jemanden, der 16 ist oder so. Guck mal, wir waren mal auf einer Teamreise, ja? Und da war ein 17-Jähriger mit dabei. Und der hat mich nach einer Zigarette gefragt. Hab ich ihm die nicht gegeben? Ganz klar, nein. Weißt du? Ich habe teilweise schon wenn ich irgendwo in Berlin so Kids gesehen habe, die rauchen, meinte ich auch so. Hast du das deinem Vater auch schon erzählt? Also ich werde da aggressiv, wenn ich sowas sehe, weil ich weiß, bis ich 18 war, habe ich nichts gemacht. Und das war auch ganz klar, lag es auch daran, dass ich halt so mit die besten Eltern der Welt habe, weißt du? Die haben mich richtig erzogen so. Die haben mir richtige Werte vermittelt so. Und das hat leider nicht jeder. Wenn es jetzt irgendwann, ich glaube, ich kann, also dazu muss ich echt sagen, deswegen ist es so, dass du mich verstehst. Für mich ist es so, wie ich das sehe, du bist ein extrem korrekter Typ und eigentlich tust du niemandem was Schlechtes. Es ist nur so ein Phänomen. Ich glaube nicht, dass viele Leute jetzt irgendwie anfangen, großen Scheiß wegen dir zu machen oder so, sondern ich glaube, dass du da viel belustigend bist. Aber ich gleichzeitig auch als Homie mir das angucke und mir denke so, ich denke, du unterschätzt das Ganze ein bisschen. Ich will mich aber jetzt nicht aufspielen, als wäre ich dein Vater. Mhm. Und ich dann immer in so einer, aber das ist egal, weil wir haben das, also ich habe das jetzt auch oft gesagt und ich will dich auch gar nicht damit therapieren oder so. Aber, guck mal, ich bin mir schon bewusst, dass sich Leute auch zu etwas verleite, klar. Also, es gibt, glaube ich, sehr viele, die mir folgen und so sein wollen wie ich. Mhm. Also, ich glaube, davon gibt es einige. Und die nehmen sich wahrscheinlich auch sehr hart ein Beispiel davon, was ich so treibe und machen das nach. Das weiß ich. Ich kann es aber nicht verhindern. Und ich will mich jetzt öffentlich nicht komplett verstellen und sagen müssen, ey, Pepe, film mich mal gerade nicht, weil ich rauche. Weißt du, das will ich nicht machen, ich will nicht damit anfangen. So, ich will halt das machen, was ich mache. Und klar, ich kann Leute dazu verleiten, aber am Ende des Tages muss jeder auf sich selber gucken. Es ist einfach so. Mhm. Es ist einfach so. Also ich habe damals auch hier Steve O geguckt, immer. Und hast du trotzdem nicht nachgemacht? Ich habe es nicht nachgemacht, weißt du? Ich hatte gar nicht die Eier dazu, irgendwie Scheiße zu bauen. Klar, ich habe mal an Halloween, Alter, Eier gegen irgendein Fenster geworfen.
Und ja, gut. Weißt du? War geil. War geil. War aber nicht so geil, als mich die Polizei nach Hause gefahren hat, Alter, und meine Mom dann auf mich gewartet hat. Scheiß drauf. Ja. Wir können auch heute Eier werfen. Ja. Kann man machen, so. Aber weißt du, es ist einfach dieses, ich hatte nicht diese Eier dazu, irgendwie, ey, als ich 16 war, haben die Leute, sind Leute in der Schule kiffen gegangen. Ich hab gedacht, so, was ist. Was hast du alles für Drogen genommen in deinem Leben? Was ist denn da jetzt los? Das interessiert mich. Was hast du alles für Drogen genommen? Ich hab einmal, wie gesagt, ich hab in Mexiko so einen Hash-Brownie genommen. Mhm. Dann habe ich. Wie war das? Oh, kompletter Absturz. Ja? Kompletter Absturz. Also Gras ist nicht der ganze, ja. Aber Hash-Brownies sind auch meistens viel zu viel. Ich hab, genau, und ich hab zu viel gegessen, weil die meinte, nach 15 Minuten kommt eine Wirkung, nach 30 Minuten kam nichts, dann habe ich den Rest gegessen. Oh nein. Und der ganze Tag war im Arsch. Ich lag so im Bett und ich habe so eine Techno-Musik vom Hotel die ganze Zeit gehört und sehr, sehr intensiv wahrgenommen. Und da war ich im Arsch. Dann habe ich einmal so einen Joint geraucht, der hat mich komplett weggeschossen. Ich bin so paranoid geworden, habe so Kniebeuge gemacht und sowas. Hast du zu viel gekifft, oder? Ja. Hast du zu viel gehabt? Ja, ich habe das wie eine Zigarette geraucht. Ja gut, aber dann hast du bei, also Brownies ist bei Leuten immer so, dass die übertreiben damit, dass die viel zu viel essen, weil die nachschmeißen. Und beim zweiten ist es so, dass wenn du halt das raus für eine Zigarette dann. Also ich war komplett, ich habe das mit meinem besten Freund gemacht, hab den so umarmt und so, weil es mir gar nicht mehr gut geht, weißt du. Also es ging mir gar nicht mehr gut. Dann habe ich in Mexiko mal auch noch MDMA genommen, aber jetzt, ich glaube, nicht so viel, aber ich habe es schon so ein bisschen gespürt. Aber als ich da von diesem Club rausgegangen bin, war halt wie nichts gewesen. So, als hätte ich einfach nur ein bisschen getrunken. Ich habe ja, man darf ja da, irgendjemand meinte, ich darf nicht mehr trinken oder so, wenn ich das genommen habe. Deswegen bin ich da voll nüchtern rausgegangen. So alles easy. Und das war's dann eigentlich schon. Nichts anderes hast du genommen? Nee. Ich hätte jetzt gesagt sogar, dass du noch irgendwas anderes genommen hast. Krass, das ist ja eigentlich nicht so viel. Ja. Ich habe halt vor Drogen auch zu großen Respekt. Ja? Sag ich dir ganz ehrlich, ja. Also ich sehe Alkohol schon als Droge genug für mich. Und wie gesagt, da ist wieder das Respekt-Ding, weißt du? Also jetzt traue ich mich so ein bisschen öffentlich drüber zu erzählen, weil ich mit meinem Dad zum Beispiel jetzt auch schon so anderes Verhältnis habe. So vor 2 Jahren habe ich ihm auch noch nicht so meine Videos geschickt, weißt du? Ich fühle mich halt jetzt wirklich so wie ein Erwachsener, wenn ich mit ihm bin und nicht mehr so nur noch wie sein kleiner Sohn, weißt du, sondern schon so auch so, ich mache unternehmerisch was, ich bin erwachsen, so, ich kann mit meinem Vater jetzt anders über Dinge reden als damals, so mit meiner Mom genauso, weißt du, und die Sache ist, ich habe da immer noch zu großen Respekt davor, also das kann ich sagen, aber so, weißt du, dass ich irgendwie regelmäßig Drogen nehme, da würden die von mir auch sehr enttäuscht sein. Und es ist auch wiederum die Mentalität, weißt du, Alkohol ist bei Polen immer in Ordnung. Weißt du, es ist einfach so. Ist normal, ja. Es ist so. Drogen werden verteufelt, Alkohol ist so. Weißt du, okay, gehört dazu, ist okay. So, also meine Mom sieht das auch immer anders mit Alkohol. So, da kriege ich auch manchmal so. Was sagt sie? Ah, sie regt sich oft auf. Also wenn ich betrunken bin in Storys und so, da kriege ich mir auch immer was zu hören. Weißt du, mein Dad sagt auch immer so, hey, komm, trink mal ein bisschen weniger, mach mal hier eine Pause. Aber er ist jetzt nicht so krass wütend oder so. Aber meine Mom so, da muss ich schon oft des Öfteren mal was retten, weißt du? Die kann meine Mutter, da kann ich sowas nicht machen, ey. Ja, und wie gesagt, mit Drogen ist halt Feierabend. Kann ich nicht. Ausprobieren, ja. Ich bin doch Fan davon, Sachen auszuprobieren, weil du willst ja irgendwann auch mal wissen, wovon die Leute überhaupt reden. Ja, also ich würde jetzt keinen Crystal Meth ausprobieren, wie der eine Typ, der dann da 2 Monate drauf hängen geblieben ist. Ja, nee, das würde ich auch nicht. Also das würde ich halt, so eine Sachen würde ich niemals ausprobieren. Aber so diese, ich sag mal so Partydrogen, würde ich schon ausprobieren. So, das verteufle ich auch nicht. Ich verteufle keine Leute, die Drogen nehmen, gar nicht. Ist mir halt egal, aber mein Ding ist halt Alkohol. So. Mhm. Und du siehst ja, damit fahre ich ganz gut. Und es geht bei mir jetzt nicht so krass auf die Psyche oder so. Wie zum Beispiel so ein Joint. Ja gut, wenn du den wegziehst wie eine Zigarette, dann bist du selber schuld. Ja. Ja, das, also in dem also Joint-Sport halt war ich gut. Aber die Sache ist, das hat mir ja schon gereicht. Ich würde ja jetzt auch keinen, also klar, man kann jetzt auch nicht sagen, so jemand, der noch nie getrunken hat, hat sich dann direkt einen Wodka wie ich, einen Perfekt-Wodka, der Tornado. Und das ist ungefähr das, was du mit dem Joint gemacht hast. Das ist ungefähr das, was ich mit dem Joint gemacht habe. Aber ich sag dir ehrlich, ich persönlich würde dann lieber davon kotzen, als so eine paranoiden Erfahrungen zu bekommen.
Und genau deshalb würde ich es auch nicht nochmal ausprobieren, weißt du? Das eine ist halt psychisch krass, das andere ist körperlich eklig. Genau. Körperlich eklig komme ich mit klar. Ja, weil du weißt, es ist vorbei und es wird besser. Genau. Aber das Psychische ist halt so, das destabilisiert dich. Richtig, richtig. Und ich hatte noch einen Monat die ganze Zeit so kleine, nicht Paranoia-Attacken, aber ich sagte, was bei mir passiert ist, ich hatte, als ich das geraucht habe, wie gesagt, der Raum ist so kleiner geworden und ich hatte die ganze Zeit so Déjà-vus. Aber eins nach dem anderen, alles, was ich gesehen habe, wir haben einen Film angeschmissen, das war für mich, als hätte ich das alles schon gesehen. So ein bisschen, als wäre das nicht echt alles. Richtig, als wäre das nicht echt und ich dachte, ich bin in einer Parallelwelt oder sowas. Und es ist alles nur ein Traum. Oder das Leben, oder ich habe Scheiße gebaut und das Leben will mir gerade irgendwas zeigen oder sowas. Und ich das heißt, würdest du hängen bleiben? Genau, als würde ich hängen bleiben. Und, das ist sehr eklig, das Gefühl. Und das Schlimmste ist, mein bester Freund, dadurch, dass er gesehen hat, ich stürze ab gerade, hat er sich auch anders verhalten, weil er überfordert war. Und dadurch, dass er sich anders verhalten hat als sonst... Hat es dich weiter unsicher gemacht. Hat es mich noch mehr unsicher gemacht, weißt du? Und das habe ich dann im Nachhinein alles reflektieren können. Aber in diesem Moment dachte ich mir so, wow, Alter, jetzt ist vorbei. Ja, du kommst gar nicht raus. Und ich dachte auch, ich habe so eine Pasta gegessen und an diese Champignon-Sahnesoße hat geschmeckt wie Käse. So, und ich dachte, ich ersticke oder sowas, weil ich halt so viel davon gegessen habe, weil ich so ein Fressfleisch hatte. Ja, dann hast du trocken. Und dann hatte ich immer, wenn ich so ein Déjà-vu hatte, habe ich das halt mit diesem Tag verbunden. Und dann war ich einen Monat immer noch so ein bisschen neben der Spur. Und deswegen, also da würde ich aufpassen. Und ich glaube, wie gesagt, jeder Alkohol wirkt auf dich anders wie auf mich. Gras wirkt auf dich anders wie auf mich. Also deswegen, so, man kann Sachen ausprobieren. Man sollte bei solchen Sachen sehr vorsichtig sein. Safe. Meiner Meinung nach, weißt du? Safe. Also ich habe so. Und guck mal, rauchen. Ich habe nie verstanden, warum man raucht. Dann habe ich irgendwann auf der Fieber einfach an so eine Zigarettenschachtel mitgenommen, weil ich cool sein wollte und bei so einem Dreh so rauchen wollte. Ich habe die auch gar nicht geraucht, ich habe die gepafft und dann immer wieder, weil ich das einmal gemacht habe, ist die Brücke halt irgendwie gebrochen, weißt du? Und dann habe ich es immer wieder gemacht, so beim Feiern. Irgendwann beim Essen habe ich mir von jemandem eine Kippe danach geben lassen und dann so hat es angefangen. Würdest du das aufhören jetzt, wenn du könntest? Rauchen? Rauchen, ja. Rauchen ist schon eher als Alkohol. Ja? Ja, safe. Dann lass doch jetzt, schmeiß mir deine Kippen weg. Ich habe gleich nach dem Podcast rauche ich eine. Ja, und danach schmeißt du deine Kippen weg. Ich bin noch nicht bereit dafür. Irgendwann kommt der Punkt, wo ich dann auch so, das ist auch wieder diese persönliche Entwicklung, weißt du? Irgendwann wird es so sein, dass ich entweder bleibe ich drauf hängen und bin ein Idiot, weißt du? Oder ich bin persönlich so weit entwickelt, dass ich mir sage, guck mal, du hast eigentlich so jetzt schon genug, lass mal die Scheiße weg. Weil das hat auch wieder mit Verantwortung zu tun. Hat ja keinen Sinn, dass ich mir jetzt voll krass was aufbaue. Ja, und dann alle Leute in den Stich lasse, weil ich Lungenkrebs bekomme. Macht ja auch keinen Sinn. Ja, normalerweise merkst du das, wenn dir irgendeine große Scheiße passiert in deinem Leben und du merkst, du kannst einfach gerade nicht mehr rauchen. Ja. Das ist halt so das Ding. Ich feiere das auch gerade eigentlich. Ja? Also ich wollte dich nicht stressen damit. Nein, aber die Sache ist halt, dass halt dieses Thema oft aufkommt, auch privat bei mir. Also mit so, was heißt oft, beziehungsweise es steht immer im Raum, aber keiner traut sich das immer, keiner traut sich das auszusprechen. So wie du jetzt die Fragen gestellt hast. Weißt du kennst mich, ich bin da direkt. Ich lache über die Sachen, ich finde es witzig. Aber voll viele Leute, man merkt es auch. Die wollen das eigentlich aussprechen, sagen aber nichts, aber du merkst bei denen so im Vibe, dass die mir so Sachen eigentlich, dass die mich verurteilen, aber es nicht aussprechen. Verstehst du? Yeah. Und deswegen feiere ich gerade, dass ich darüber ein bisschen reden kann. Ich finde es auch gut. Also mir gefällt es. Ich wollte nur nicht dich jetzt in so eine Situation bringen, wo ich dir das Thema so aufzwinge. Nein, also wie gesagt, ich rede halt über alles. Also privat sowieso. Privat, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich rede über alles. So, wirklich über alles. Was sind so die Sachen, die dich interessieren neben Trinken, Feiern, Frauen, Party? Was mich interessiert? So hobbymäßig? Oder? Ja, genau. Was die Leute nicht mitkriegen vom privaten Ron? Ich interessiere mich tatsächlich so für Planeten. Ja? Ja. So Universum-Shit? Ja, Universum-Shit. Ja? Erzähl. Ist ja krass sogar. Ja, ich zieh mir halt die ganzen Dokus immer rein. So. Auch so teilweise auch manchmal zum Einschlafen, aber es ist halt super interessant, weißt du? Sehr geil, ja. Es ist halt, ich finde, das ist mit das Interessanteste, worüber man überhaupt so nachphilosophieren kann. Ja, fett feier Interessanter ich. Als alles andere.
Gibt nichts Interessanteres, glaube ich. Ja. Gibt es wirklich nicht, weil, weißt du, ich würde halt voll gern, also für mich steht es außer Frage, dass irgendwo anders auch Leben ist. So, aber ob es Tiere sind oder ob es auch, ich sag mal, ich nenne sie jetzt auch mal Menschen, nicht Aliens. Intelligent. Genau, so wie wir hier gerade sitzen. Ob irgendwo im Universum gerade auch ein Podcast gedreht wird. Weißt du, was ich meine? Das ist halt für mich interessant. Und allein, dass das Universum unendlich groß ist. Das ist so eine Sache, die nicht in den Kopf geht, gell? Das ist krass, ne? Man versucht es vorzustellen und zu verstehen, aber es geht nicht. Und jetzt denken sich auch alle Leute, die hier zugucken, wir waren gerade dabei, ob ich in einer Vorbildsfunktion bin oder nicht. Und jetzt reden wir hier gerade über Planeten. Ja, ja. Die denken sich gerade auch alle sowas gedacht. Aber das finde ich halt extrem interessant. Sehr krass sogar. Ja? Ja. Und ansonsten, keine Ahnung, ich interessiere mich halt, wie gesagt, so für so erfolgreiche Leute. Also Erfolg im Sinne von, was die erreicht haben, was die haben. Was findest du das Interessante an Erfolg? Ich finde das Interessante, bei diesen Personen ist halt einfach, dass die halt so dieses Durchhaltevermögen hatten, das halt so lange zu machen und jetzt sozusagen so die Dings ernten können, weißt du? Mhm. Dass sie so viel Scheiße gefressen haben, durchgehalten haben, an ihren Traum geglaubt haben. Und dann machen die teilweise so, wenn die es dann geschafft haben, hauen die voll auf die Kacke. Und dann wird wiederum so gesagt, so ey, was ist denn los mit denen? Aber die Leute verstehen nicht, dass diese Leute um 5 Uhr morgens aufgestanden sind und teilweise bis 10 Uhr abends gearbeitet haben. Und das über Jahre. Du hast jetzt schon einige Leute kennengelernt. Ja. Was sind so die Dinge, die dir aufgefallen sind? Oder vielleicht hast du ja interessante Geschichten. Es ist halt super interessant, weil ich habe wirklich viele erfolgreiche Leute kennengelernt und ich zähle dich halt auch zu den mit erfolgreichsten, die ich so kennengelernt habe. Mama halt genauso. Aber es ist halt wirklich so. Nicht unbedingt jetzt auf der Ultramillionärsebene, aber so erfolgsmäßig. Weil ich habe halt auch immer alles so ein bisschen kombiniert, weißt du, mit YouTube, was ich so nebenbei mache. Das ist alles immer so nach oben immer so konstant hochgegangen. Und bei den reichsten Menschen, die ich so kennengelernt habe und denen ich auch befreundet bin, da habe ich einfach so gemerkt, wie die sich verhalten. Mhm. Darauf habe ich am meisten geguckt. Wie die sich mit Menschen unterhalten und wie die sich verhalten. Wie die gestikulieren, wie die wirklich Blickkontakt halten und so. Also, erzähl! Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Einfach so dieses so, dass die halt so viel haben, aber trotzdem halt so krass bodenständig mit Leuten umgehen, die nicht so viel haben. Und das fand ich nicht bei allen, die ich kennengelernt habe, aber bei vielen war es so, auf jeden Fall. Dass die immer so diesen wirklich sehr menschlichen Aspekt besessen haben. Und da ist mir auch richtig klar geworden, dass das auch ein großer Baustein für den Gesamterfolg war. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe das als Kind auch immer sehr falsch gesehen. Ich dachte immer, dass erfolgreiche, in Anführungszeichen reiche Leute immer danach geguckt haben, wie reich und erfolgreich sind andere Menschen. Aber das eigentlich Interessante war dieser grundlegende menschliche Respekt, dass sie jeden gleich behandelt und betrachtet haben. Das ist so krass gewesen. Mich interessiert, ich finde es spannend, weil das ist ja was. Also zum Beispiel ein Beispiel, wir waren auf Mykonos und mein Kollege, der ist kam von der Yacht, ist zum Restaurant, wo er halt jeden Tag so gegessen hat und ist dann so abgehauen, aber nicht nur mit einem Tschüss sagen, sondern der hat einfach so jedem, der da gearbeitet hat, so 200 Euro in die Hand gedrückt. So als nochmal extra Dankeschön. Ist ja nicht so, als hätte er schon da wenig Trinkgeld dagelassen, aber nochmal so als Dankeschön. Mhm. So, weil er das hat und weil er halt auch einfach, nicht jeder würde das ja machen. Es gibt ja diese geizigen Menschen. Aber das hat mir auch wieder gezeigt, so, wow, so. Mhm. Nochmal einfach als Dankeschön, so, dass jeder halt so sich freut. Ich glaube, das Menschliche darf da auch nicht fehlen. Ich glaube, also ich kenne zum Beispiel auch viele Leute, die denken, dass wenn sie jemanden 100 Euro Trinkgeld geben und den trotzdem irgendwie scheiße behandeln, so unterschwellig, dass das auch okay ist. Das finde ich zum Beispiel so ekelhaft. Das habe ich auch schon oft gesehen. Ja, ja, ja.
Aber ich verstehe, was du meinst, diese Geste der Wertschätzung ist ja, was ja, extrem. Ist was Schönes. Und wie gesagt, halt dieses auch, wenn du mit so jemandem am Tisch sitzt, du spürst einfach seine Energie. Mhm. Wie, da, wie wirklich die Aufmerksamkeit komplett auf dieser Person ist, weil du einfach merkst, so, ey, der hat so viel erlebt, der hat so viel gesehen, der hat so viel erreicht, dass einfach so jedes Wort, was er irgendwie spricht, da gucken alle so mit so richtig großen Augen und hören zu, weißt du? Weil jeder irgendwie auch so ein Learning daraus mitnehmen kann. Dass die gerade diese Chance haben, halt dieser Person zuzuhören und mit dieser Person gerade so zu essen. Das ist halt ganz krass. Das sind so für mich Dimensionen, also genau deswegen sehe ich mich da auch, weil das auch irgendwo mein Ziel ist, weißt du? Dass du als so eine Person wahrgenommen werden willst? Nicht wahrgenommen werden will, sondern... dass du es halt verkörpern willst? Ich will es verkörpern, weil ich feiere das. Mhm. Ich feiere das extrem. Halt wirklich was erreicht zu haben und auch Leuten davon erzählen zu können, weißt du? Oder weiter geile Business mit Leuten so in diesem Level zu machen oder was auch immer. Interessant. Ja. Sind so die Sachen, für die ich mich interessiere. Sport ist halt jetzt nicht... Sport, da gibt es eigentlich so, also außer Kraftsport. Mhm. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich, wie gesagt, immer noch so den ganzen Leuten folge, so den Bodybuildern. Da bin ich voll raus. Habe ich früher voll gerne gemacht. Ja, ich aber auch nur so eine Zeit lang und dann eigentlich nur trainiert gerne. Ja, einfach Sport nur selber trainiert. Machen, ja. Ja, Sport selber machen, war ich halt Fan davon. Fußballfan bin ich nicht so richtig. Sportlich gesehen. Ich bin eigentlich von. Es gibt, glaube ich, keinen Sport, wo ich richtig. Ich feiere Tennis halt sehr krass, weil ich das für mich auch entdeckt habe. Aber ich gucke mir jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwelche Tennisturniere an. Was mich noch interessiert zu diesem Business-Aspekt, was siehst du so als den größten. Also, du verdienst ja immer Geld mit irgendwas, was du machst, was Wert schafft. Wo zum Beispiel Leute jetzt sagen, ich kaufe mir eine PlayStation, wir haben uns ja drüber unterhalten, uns alle PlayStation 5 gekauft und wir sind bereit dazu, jetzt da noch mehr Geld zu zahlen, weil wir sagen, ey, nimm den Gewinn, nimm das mehr, was die kostet, wir geben dir das Geld, wir wollen so ein Gerät haben. Genau. Finden das toll. Was sind so die Dinge, die dich da interessieren? Weil ich habe auch häufig das Gefühl so, dass, ich nenne es mal diese Mykonos High Society, dass da halt dann so viele shady people sind, die im Endeffekt irgendwie halt Geld verdienen mit irgendeinem Schwachsinn. Und dass man auch sehr schnell dazu neigt, Leute zu überschätzen, nur weil die eine goldene Uhr tragen. Genau, also... Weil also für mich sind auch sehr viele Blender unterwegs. Weißt du, was ich glaube ich so von mir behaupten könnte? Einige werden jetzt lachen oder nicht, aber ich habe dafür schon ein ganz gutes Auge. Also ich sehe wirklich so, ob das jetzt wirklich jemand ist, der vielleicht diese Uhr geerbt hat oder, weißt du, wie ich meine? Oder ob der es halt wirklich gemacht. Wie gesagt, also ich saß ein paar Mal wirklich mit Leuten zusammen, wo ich weiß, die haben eine sehr krasse Menge erreicht. So. Und wie gesagt, ich habe die beobachtet, ich habe gesehen, wie die sich verhalten, wie die sprechen, wie die halt reden, also wie die ihre Sätze bauen und sowas. Auf sowas habe ich geachtet, so voll komisch, aber ich habe drauf geachtet. Und weißt du, wenn ich so irgendwie so jemanden sehe, der vielleicht, keine Ahnung, gute Uhr am Arm hat, aber ich sehe, wie der sich verhält. Dann kann ich ganz gut einschätzen. Wie verhält er sich? Genau, wie verhält er sich? Und dann wie? Aber sag mal, wie? Mann, du weißt doch so... Ich weiß, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Die, also wie so Dorftrottel. Ja, genau. Ja, so die dieses, Uhr trägt die, den und... Trägt eine gute Uhr, klar. Also wenn ich halt anfange, meine Tornados zu entzünden, dann denken sich auch viele im Raum wahrscheinlich, das ist ein Dorftrottel. So. Aber wenn die dann wiederum mitbekommen, dass es zu meinem Entertainment und zu meinem Beruf gehört, dann sehen die es auch wieder mit anderen Augen. Aber weißt du, wenn du jetzt, sagen wir, keine Ahnung, ein Immobilienbusiness hast oder davon erzählst und dann fängst du an, so ein Tornado zu entzünden, weißt du, dann ist es schon sehr dorftrottelig. Ja, ja, ja. Weißt du, wie ich meine? Nein, die verhalten sich auch dann so, dass sie quasi jedem irgendwie klar machen wollen, dass sie reich sind und so und bla bla bla. Und richtig, und sich auch die ganze Zeit so profilieren. Genau, da so ein Profilierungszwang. Da merkst du es. Und geht's ganz halt um und Geld. Das ganz Krasse ist, wenn du Leute kennenlernst und du merkst so, ey, da könnte man businesstechnisch was miteinander machen. Es aber nicht auf Zwang passiert, sondern du lernst diese Person erstmal kennen, bevor du überhaupt erzählst, was du eigentlich machst. Da sehe ich immer, okay, die haben wirklich was drauf, so. Nicht direkt so, ey, du hast eine geile Uhr, was machst du beruflich? So, das zum Start
zu bringen, da merke ich immer so, ey, diese Leute, die, weißt du? Die allerkrassesten Leute, die ich kenne, die fahren kein teures Auto und die tragen auch keine teure Uhr. Ja, davon kenne ich auch einige. Das sind, also ist so meine Erfahrung gewesen. Ja. Und die reden auch gar nicht drüber. Das kriegst du dann halt irgendwie Jahre später genau. mit. Ja. Gefühlt. Oder halt, ja. Aber ja. Ich finde, das Schönste ist einfach irgendwie die Menschen so zu sehen, wie sie sind und sich vielleicht auch nicht davon blenden zu lassen, ob du jemanden intensiver Eben. Zuhörst oder nicht, ob der ja. jetzt was erreicht hat oder nicht. Ich habe sehr viele auch hochtalentierte, hochintelligente, hochinteressante Menschen getroffen, die die krasse Talente haben, aber gar kein Interesse daran hatten, viel Geld zu verdienen. Ja, das gibt's natürlich auch. Also ich würde auch niemals alles so vom Geld aus machen, bei Menschen. Geht halt eigentlich wirft dir das auch gar nicht vor. Genau, aber das ist halt auch krass, dass es halt auch solche Leute gibt, die halt super talentiert sind in so dem, was sie machen, aber einfach so sagen, ja, ich bin voll glücklich. Die gar nicht danach streben, irgendwie, keine Ahnung, viel Geld zu haben, weil die einfach mit dem, was sie so haben, was die so verdienen, voll zufrieden sind und einfach nur das lieben, was die machen. Was wäre das? Das ist meine allerletzte Frage, das interessiert mich. Wenn du kein YouTube gemacht hättest und alles jetzt, was ist, nicht gewesen wäre, was hätte Ron gemacht? Was hättest du studiert? Ich sag's dir, ich bin mir relativ sicher. Zuhälter? Nein, nein, nein. Ich wäre Gamer geworden. Gamer? Ja. Ja? Ja, ganz klar. Ich habe damals mit 14 Jahren Minecraft-Server gehabt und angefangen damit Geld zu verdienen. Dann habe ich so Counter-Strike ESL-Liga gespielt. Oder EPS. Nee. Irgendwie sowas. ESL auf jeden Fall auch. Und dann das Krassere da nochmal. So Turniere. Dann habe ich Modern Warfare 3 auch sehr krass so im Profiniveau gespielt. Krass. Ja, aber halt auf PlayStation, jetzt nicht am PC. Und ich wollte immer so Spiele entwickeln. Ja? Ja, ja. Also ich hatte Bock drauf, so Spiele zu entwickeln. Weil ich halt wirklich sehr viel Zeit am PC... Dann zeige ich dir wir entwickeln gerade eins. Ja? Ja. Also damals, aber jetzt ist es natürlich nicht mehr so in meinem Interesse und ich interessiere mich auch null mehr dafür. Aber damals saß ich in der Schule und ich habe nur an World of Warcraft und Counter-Strike gedacht. Nur da, ich hatte, glaube ich, 3000 Counter-Strike Source-Spielstunden. Lass mal ausrechnen, was sind 3000 Stunden? 100... Was sind das? 125, ja. Ja, okay. Ja. Schon krass, ne? Überleg mal, ich saß 125 Tage vor Counter-Strike. Was ist die Tage? Geil! Counter-Strike-Spielbeispiel? Ich habe, glaube ich, mit 10 oder 11 habe ich angefangen zu zocken. Krass. So bis ich 13 oder 14 war. Und World of Warcraft halt auch noch parallel. Wir können bald mal zocken, Digga. Du ja. hast Playsy, wir können. Ja. Wir haben viel, was wir zocken können. Ja, gehst du jetzt, Dinge, ihr geht jetzt Meatery, oder was? Genau, ich werde mir heute noch richtig einen reinbringen. Oh, Junge, Alter, wie kannst du das machen, Junge? Donnerstag habt ihr gesoffen, gestern habt ihr gesoffen, heute wollt ihr saufen, morgen ist bei Sascha Halloween-Party, ihr wollt wieder saufen, Junge. Oh, morgen werde ich mir richtig einen reintrinken. Wie machst du das, Junge? Ich trinke, wenn die anderen schlafen. So, Freunde, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Noch einmal zu den XTB Investment Days 2021. Am Freitag ist es soweit. Sogar ich habe die Ehre, dort einen kleinen Vortrag zu halten. Ihr könnt das Ganze nur mit Voranmeldung angucken. Die Voranmeldung ist aber kostenlos. Das kostet euch nichts. Ihr könnt euch das alles dort ganz bequem angucken. Und wenn ihr am 19.11. keine Zeit habt, könnt ihr es auch gerne mal anders angucken. Ansonsten viel Spaß auch mit meinem kleinen Vortrag. Ich rede vor allem so ein bisschen über meinen Werdegang. Und ich hatte jetzt viele Leute hier im Podcast zu Gast. Ich habe aber eine sehr, sehr andere, würde ich sagen, Investmentstrategie persönlich, die ich verfolge. Beziehungsweise die 20%, wo ich zocke. Da rede ich ein bisschen drüber, wie ich das mache, warum ich das so mache und vor allem, wieso ich persönlich diese Entscheidungen so treffe, wie ich sie treffe. Ich bin ein bisschen unkonventioneller, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Ich rufe aber nicht zum Nachahmen auf, ich bin Spinner, aber viel Spaß damit. Und über den Link in der Infobox könnt ihr euch jetzt anmelden zu den Investment Days von XTB. Wir sehen uns am Freitag um 10 Uhr.